mit dem Glockenschlag ein herzliches Willkommen zu unserer Pressekonferenz zu dem Thema Finanzen, Kultur, Theater. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen hier. Daran teilhaben kann, an dem, was Ebola jetzt hat. Mal schauen, ob es jetzt. Wir haben seit mehreren Monaten in der Stadt Augsburg wie Land auf Land ab mit dem Thema. Und ich hatte ja bereits im Mai im Stadtrat angekündigt, dass es Ende Juni einen Sachstand geben wird. Dieser Sachstandsbericht wird natürlich auch morgen ein Tagesordnungspunkt in der Sitzung des Vollgremiums sein. Aber ich glaube, dass es einfach wichtig ist, dass wir ein bisschen vorher auch informieren, vor allem eben auch deswegen, weil wir dieses Thema Finanzentwicklung bei der Stadt Augsburg in dem großen Zusammenhang sehen wollen. Warum können wir zu Corona erst heute was sagen? Ich habe in den letzten 14 Tagen schon mehrere Presseanfragen bekommen nach dem Motto, Frau Weber, jetzt sagen Sie doch endlich mal was. Das hätte ich auch gerne getan, wenn ich was gewusst hätte. Das Thema ist einfach, dass wir eigentlich tagesaktuell heute berichten zu dem, was heute Sachstand ist, zu dem, was wir heute wissen, was von Bund und von Land an Ausgleich für die Einnahmeausfälle, für die Mehrbelastungen im Rahmen der Corona-Krise auch tatsächlich Augsburg eingehen soll. Wissen wir noch nicht, wie die Regularien tatsächlich sein werden. Wir haben Annahmen und Vermutungen, die wir auch mit dem Städtetag abgesprochen haben. Aber da wird der Herr Barth dann nachher noch viel intensiver darauf eingehen und dazu etwas sagen. Sie wissen alle, dass Augsburg noch nie eine Stadt war, die finanziell wahnsinnig auf Rosen gebettet war. Das ist etwas, was in der Stadtstruktur liegt. Und trotzdem hatten wir in den letzten Jahren entspanntere Haushaltsjahre. Unter anderem deswegen, weil die Konjunktur gebrummt hat. Und wir hatten so in den letzten Jahren beispielsweise auch die Situation, dass wir in keinem Jahr einen Fehlbetrag produziert haben, den wir dann mühsam über die beiden Folgejahre abstottern mussten, sondern wir haben wirklich eine gute, solide Haushaltsbasis in den letzten Jahren aufgebaut. Und zwar klar, dass das im Jahr 2020 ein bisschen sich ändern wird, weil einfach klar war, dass die Konjunktur eintrüben wird. Aber an Corona haben wir beide, Herr Barth und ich, im Herbst 2019, als wir den Doppelhaushalt, im Herbst 2018, als wir den Doppelhaushalt verabschiedet haben, definitiv nicht gedacht. Und auch beim Nachtragshaushalt Ende letzten Jahres war das sicher kein Thema. Die Situation, die jetzt vorliegt, die trifft nicht nur Augsburg, sondern die trifft alle Kommunen, alle Landkreise, alle Bundesländer und den Bund selber. Aber für uns ist folgende Richtschnur maßgebend. Zum einen wollen wir keine Investitionen einstellen, weil wir sonst die regionale Wirtschaft abwürgen würden. Wir möchten keine Zuschüsse kürzen, vor allem nicht im Sozial- und im Kulturbereich, weil wir Existenzen ansonsten bedrohen. Das ist im Übrigen ja auch der Grund, warum der Stadtrat in seiner Sitzung Ende Mai ein umfassendes Hilfspaket für die Kulturschaffenden beschlossen hat. Wir müssen auch die Weiterentwicklung der Metropole Stadt Augsburg im Blick haben. Sie erinnern sich vielleicht dran, vor 10 Jahren, als die Wirtschafts- und Finanzkrise war, hatten wir einen Gewerbesteuereinbruch von knapp 40%. Und damals, in der Hochzeit der Krise, wurde beispielsweise der Innovationspark auf den Weg gebracht. Und das ist etwas, oder das ist das, was ich damit meine, dass wir eben auch trotzdem nach vorne denken müssen, trotz aller finanzieller Engpässe und eben für die Stadt und für fast 300.000 Bürgerinnen und Bürger die Stadt auch weiterentwickeln müssen. Und wenn es um die Finanzsituation geht, dann wird automatisch in einem Atemzug ja auch immer das Thema Schulden genannt. Ja, wir haben bei der Stadt Augsburg einen hohen Schuldenstand, aber man muss auch schon genau hinschauen, für was diese Schulden aufgenommen worden sind. Die werden nicht aufgenommen, damit die Verwaltung genügend Kopierpapier hat, sondern sie werden aufgenommen, um zu investieren, beispielsweise in Schulen, beispielsweise in Straßen, beispielsweise in Verwaltungsgebäude oder aber eben in Zukunftsprojekte wie den Augsburg Innovationspark. Mit diesen Schuldenaufnahmen werden vor allem auch verdeckte Schulden abgebaut. Investitionsstau ist etwas, was wahnsinnig viel Geld kostet und somit
verdeckt zwar nicht auf unserem Konto zu sehen ist, aber tatsächlich uns dauernd Probleme macht. Das Thema Schulden habe ich gerade schon angesprochen, haben Sie alle schon sehr intensiv immer wieder, und das wird auch die nächsten Jahre so weitergehen, darüber berichtet, wo die Stadt eigentlich da auch alles Dinge tun sollte. Und wenn wir Schulden aufnehmen, dann bedeutet das gleichzeitig, dass wir auch immer Fördermittel abrufen können von Bund und Land und damit das Geld, das wir einsetzen, eben auch entsprechend oft verdoppeln, um Projekte für Augsburg auch umzusetzen. Wir alle wissen, weil wir uns alle intensiv schon darüber auseinander oder miteinander ausgetauscht haben, dass wir Schulden nicht einfach so aufnehmen dürfen. Schulden brauchen wir immer die Genehmigung von der Regierung von Schwaben, und entscheidend ist immer, dass die Leistungsfähigkeit auch entsprechend mit berücksichtigt wird. Wir können nicht einfach so sagen, ist uns wurscht, können wir irgendwie Millionenbeträge aufnehmen und es ist egal, was ansonsten mit der Stadt passiert, sondern da wird sehr, sehr genau von der Regierung von Schwaben auch drauf geachtet. Und diese Leistungsfähigkeit, die ist eben auch entscheidend bei der Frage der Finanzierung der Theatersanierung. Auch das ist etwas, was wir in den letzten Jahren intensiv mit dem Freistaat diskutiert haben. Und deswegen komme ich jetzt auch zu dem Bogen, warum wir das Thema Finanzen und Theatersanierung heute in einer Pressekonferenz gemeinsam abhandeln. Mir war es wichtig, dass wir eben gemeinsam über diese beiden Positionen sprechen, weil ich einfach auch die Erfahrung gemacht habe in den letzten Jahren, wenn wir über das Thema Finanzen sprechen, sprechen wir immer automatisch über die größten Investitionsprojekte in der Stadt. Und das größte Investitionsprojekt ist eben vor allem auch die Theatersanierung. Neben dem Thema Schulen ist es sicher der größte Brocken, der uns im Haushalt auch entsprechend beschäftigt. Und deswegen ist es mir wichtig, dass wir das miteinander machen, weil diese beiden Themen einfach momentan aktuell sind, weil Sie ansonsten mir wahrscheinlich gesagt haben, na super, jetzt erzählst du im Juni irgendwas über das Thema Finanzen und wie es gerade der Stadt geht, und ein paar Tage später erzählst du was über das Thema Theatersanierung. Das muss man doch miteinander im Kontext sehen. Und genau das wollen wir heute machen. Sie werden nachher sehen, die beiden Themen miteinander zu verknüpfen, das hat auch durchaus seine Schwierigkeiten. Aber wie gesagt, ich glaube, es dient der Transparenz des ganzen Themas. Und während ich hoffe, dass Corona und alles das, was Ihnen der Herr Barth jetzt erzählen wird, ein vorübergehendes Phänomen ist, wird beim Thema Theatersanierung über ein Projekt gesprochen, das uns für die nächsten Generationen beschäftigen wird und das in den nächsten Generationen entsprechende positive Auswirkungen auch auf die Stadt haben wird. Und insofern möchte ich jetzt dem Herrn Barth als erstes das Wort geben, der was zur Finanzsituation der Stadt Augsburg erzählen wird. Und dann schwingen wir allmählich dann rüber zum Kollegen Merkle zum Thema Theatersanierung. Ich glaube, bei Ihnen geht es bei Ihnen, glaube ich. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, bevor wir in die Folien bzw. die Präsentation einsteigen, lassen Sie mich ganz kurz ausholen. Finanzielle schwierige Zeiten hat die Stadt Augsburg schon viele erlebt. Ich bin jetzt gut 30 Jahre bei der Stadt und habe gewisse Erfahrung. Was ist jetzt an dieser Corona-Krise und der dadurch entstandenen Finanzkrise eigentlich so singulär? Erstens, es trifft nicht nur die Stadt Augsburg, es trifft alle. Eine finanzwirtschaftliche Vollbremsung aller Kommunen in Bayern oder Deutschland würde die Wirtschaft noch weiter nach unten ziehen. Wir können auch keinen Kahlschlag bei den sozialen oder kulturellen Zuschüssen an Träger machen. Das heißt, die klassischen Instrumentarien, die die Bayerische Gemeindeordnung und die Kommunale Haushaltsverordnung vorsieht, also zum Beispiel die Haushaltssperre, ist in dieser Situation kein ideales Mittel. Das würde einen sofortigen Stopp bewirken. Gerade dieser ist jetzt im Augenblick unangebracht. Das sieht übrigens auch das Bayerische Innenministerium so, als Hüter der kommunalrechtlichen Grundlagen. Augenmaß ist erforderlich, das ist der allgemeine Konsens. Zweitens, was ist noch so anders? Die Auswirkungen der Corona-Krise offenbaren sich erst nach und nach. Sowohl die epidemiologischen als auch die wirtschaftlichen Auswüchse werden wir erst noch mitbekommen. Wir wissen noch nicht genau, wie die weitere Entwicklung ist, ob es zweite Wellen gibt, wie das Konsumverhalten sein wird, wie Lieferketten weiterhin funktionieren. Alles das ist noch offen. Und alles das hat auch Auswirkungen auf die kommunalen Steuereinnahmen, auf der Einnahmenseite und natürlich auf die kommunalen Ausgaben, gerade im sozialen Transferbereich. Was uns auch noch Sorgen macht, ist die weitere Entwicklung des kommunalen Finanzausgleichs. Da werde ich jetzt nachher noch mal genauer darauf eingehen. Das betrifft aber vor allem die Folgejahre ab 2021. Fakt ist, wir haben generell im Augenblick sehr wenig Planungssicherheit.
Und dass der Bundesarbeitskreis Steuerschätzungen diesmal ausnahmsweise und in meiner Erinnerung zum ersten Mal zwischen den regulären Steuerschätzungen im Frühjahr, im Mai und der im Herbst, im Oktober, November eine dritte einschiebt im September, ist für mich auch ein klares Indiz, dass auch die Steuerschätzer im Augenblick nicht genau wissen, wo die Reise hingeht. Kristallkugeln hat im Augenblick niemand. Sehr positiv ist das Bundespaket, das sich als Konjunkturpaket und Krisenbewältigungspaket betitelt. Wir wussten nicht genau, was an Hilfe auf uns zukommt. Insgesamt muss man sagen, das ist schon mal ein guter Ansatz. Ich denke, damit kann man auch gut arbeiten. Problem für uns im Augenblick und auch heute bei dieser Pressekonferenz ist, wir wissen viele Details noch nicht. All das, was im Bund vereinbart wurde, muss erst in Gesetze gegossen werden. Zum Teil muss das Grundgesetz dazu geändert werden. All das braucht Zeit, bis die juristische Aufarbeitung erfolgt und die einzelnen Gesetzespassagen textlich definiert sind. Das wird noch einige Wochen und Monate brauchen. Und so lange wissen wir nicht ganz genau, was auf uns zukommt. Sicher ist, es werden Millionenbeträge auch an uns hängen bleiben. Wir werden keine vollständige Kompensation bekommen. Und wir versuchen jetzt nach und nach Licht etwas in das Dunkel zu bringen und uns auf die Nachtragsaufstellung 2020 und auf die Aufstellung des Doppelhaushalts 2021-2022 vorzubereiten. Ich möchte Ihnen heute was zum Kernhaushalt sagen, also der eigentliche gedruckte Haushalt, den Sie von den Haushaltsberatungen kennen, wie sich da die Auswirkungen zeigen werden oder möglicherweise zeigen werden. Wie gesagt, es sind noch viele Prognosen dabei. Auch in Ihrem Fokus steht wahrscheinlich die Gewerbesteuer, die hauptsächlich, nicht nur, aber hauptsächlich betroffen ist von den Corona-bedingten Ausfällen. Wir haben mal eine kleine Hochrechnung gemacht, wenn man die Steuerschätzung vom Mai 2020 hernimmt. Das ist also die erste Corona-implizierende Steuerschätzung, die es gibt. Dazu muss man wissen, dass sich das Gewerbesteueraufkommen bei allen Kommunen eigentlich aus drei Säulen zusammensetzt. Den laufenden Vorauszahlungen, den Vorauszahlungsnachholungen und den Abschlusszahlungen. Die beiden letztgenannten beziehen sich auf Vorjahre, die laufenden Vorauszahlungen beziehen sich auf das laufende Jahr und sind also Basis für die aktuellen Corona-bedingten Überlegungen. Die Steuerschätzung hat einen beachtlichen Einbruch von 24,8% für die Kommunen in Deutschland. Da wird also nicht mehr unterschieden zwischen welchem Bundesland, sondern in Deutschland prognostiziert. Das würde bei uns rechnerisch einen Ausfall von etwa 37 Millionen ausmachen. Wie gesagt, das ist jetzt mal die Steuerschätzung, die da zugrunde gelegt wurde. Es gibt diverse Unwägbarkeiten. Wie gesagt, es gibt eine weitere Steuerschätzung im September und eine dann gegen Jahresende, November. Auch da werden sich ganz, ganz sicher noch Veränderungen ergeben, die zu berücksichtigen sein werden. Für den Nachtrag kommt es teilweise zu spät, aber man muss dann später damit umgehen. Ich habe gesagt, diese Steuerschätzung ist für die gesamten Kommunen in Deutschland. Das heißt, es ergeben sich je Kommune örtliche Abweichungen. Das muss man auch berücksichtigen, da wissen wir aber noch nicht genau, wie sich das bei uns auswirkt. Auch habe ich schon gesagt, dass die wirtschaftliche Entwicklung unsicher ist. Wir wissen jetzt also nicht, was in den kommenden Monaten noch auf uns zukommt. Und was auch ein Problem ist, die aktuellen Stände sind eigentlich nicht hochrechenbar. Also wir haben allein in den letzten Tagen eine Reduzierung der Vorauszahlungen um 7 Millionen erlebt. Das kommt nicht linear, das kommt so in Schüben. Wir hatten gehofft, dass jetzt das Schlimmste schon vorbei ist, aber es geht noch weiter runter. Da wird man schauen müssen, wie sich das weiterentwickelt. Darauf aufbauen können wir jetzt noch nicht weiterrechnen. Und im Augenblick haben wir einen Stundungsstand von 10,6 Millionen. Es sind fast 200 Anträge eingegangen. Es sind fast 200 Anträge eingegangen, die immer sehr schnell abgearbeitet werden. Aber da wissen wir jetzt auch noch nicht, was sich aus diesen Stundungen ergibt. Im Augenblick sind Stundungen ja nur zeitliche Verschiebungen. Sollten die Firmen, die dahinter stecken, aber in echte Probleme geraten, dann könnte es natürlich auch zu Ausfällen führen. Auch das ist noch ein Risikofaktor. Wie gesagt, positiv ist das Konjunkturpaket, das im Bund und mit der Hilfe der Länder aufgelegt wurde. Die erste Info haben wir am 4.6., also dem Tag nach der Besprechung, bekommen. Und es soll pauschalierte Ausfälle für verschiedene Fallgestaltungen geben. Bevor ich jetzt rechts Ihnen die Auswirkungen für die Folgejahre darlege, möchte ich Ihnen kurz noch mal zeigen,
was denn die staatlichen Hilfen für das Jahr 2020 beinhalten könnten. Wir gehen im Augenblick von 11,8 Milliarden gesamtdeutsches Hilfevolumen aus. Und was sich jetzt heute nochmal konkretisiert hat, nach dem uns vorgelegten Gesetzentwurf, den ich heute früh gelesen habe, wir werden knapp 2,4 Millionen für Bayern bekommen. Milliarden für Bayern bekommen. Die Länder sind jeweils frei, wie sie die Verteilung auf die Kommunen gestalten. Das heißt, wir werden im bundesdeutschen Raum wahrscheinlich eine ziemlich heterogene Gesetzesstruktur bekommen. Für uns ist wichtig, was in Bayern geschieht. Das erste Arbeitstreffen fand zwischen den kommunalen Spitzenverbänden und der Bayerischen Staatsregierung in der 24. Kalenderwoche statt. Diese Gespräche werden fortgeführt und man rechnet damit, dass vielleicht Ende Juli der Verteilungsmodus dann näher bestimmt wird. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass der Verteilungsmaßstab anhand der tatsächlichen Gewerbesteuerausfälle 2020 in Bayern eruiert wird. Was anderes könnte bei der Verteilung auf Bundesebene sein. Und wir hoffen und haben auch gewisse Informationen, dass der Referenzbetrag, also der den Corona-bedingten Ausfällen gegenübergestellt wird und quasi ein Normaljahr ohne Corona abbildet, auf einem Durchschnitt der Jahre 17, 18, 19 jeweils in den tatsächlichen Ergebnissen beruhen wird. Aber auch das ist noch nicht hundertprozentig sichergestellt. Sie wissen, es gibt in Bayern kreisangehörige Gemeinden, Landkreise und kreisfreie Städte. Die kommunale Familie ist recht heterogen. Es gibt verschiedene kommunale Spitzenverbände, die jeweiligen Interessen vertreten. Und wir haben leider hier jetzt eine Situation, wo der Bayerische Gemeindetag und der Bayerische Städtetag unterschiedlicher Meinung sind. Der Bayerische Gemeindetag plädiert für sogenannte Nivellierungshebesätze bei der Weitergabe der staatlichen Hilfen. Das ist aus unserer Sicht nicht tragbar. Weil Nivellierungshebesätze bedeuten würden, dass wir nicht unsere tatsächlichen Ausfälle bekämen, sondern bloß einen rechnerisch runtergerechneten Hebesatz, also Anteil auf Hebesatzbasis. Man muss auch so sehen, dass die kleineren Kommunen tendenziell niedriger Hebesätze haben. Die Großstädte haben vergleichsweise höhere Hebesätze, weil natürlich höhere zentralörtliche Aufgaben zu erfüllen sind. Und wir würden da massiv verlieren, wenn das so käme. Also der Städtetag wird da weiterhin intervenieren. Wir hoffen, dass das zu einem positiven Ergebnis führt. Was ein bisschen im Augenblick unter dem Radar läuft, Entschuldigung, das ist hier die Gewerbesteuerumlage. Wir müssen einen gewissen Anteil unserer Gewerbesteuereinnahmen an die staatlichen Ebenen zurückgeben. Wenn bei uns die Steuereinnahmen runtergehen, sinkt auch der Anteil, den wir weitergeben müssen. Da wissen wir jetzt im Augenblick noch gar nichts, wie das berechnet wird oder ob es bei uns verbleibt, dieser Vorteil. Das ist jetzt noch offen. Da sind wir sehr interessiert, wie sich das am Schluss darstellt. Jetzt gehe ich noch mal kurz zurück auf das Jahr 21 und 22, also den Zeitraum für unseren Doppelhaushalt. Auch hier habe ich mal die Steuerschätzungen vom Mai als letzte aktuelle Prognose mit eingebaut. Das würde jetzt bedeuten, dass wir im Jahr 2021 gegenüber der bisherigen ausgeglichenen Finanzplanung 12,1 Millionen verlieren und im Jahr 22 rund 22,4 Millionen. Wie gesagt, diese Berechnungen sind alle mit Unwägbarkeiten verbunden. Warum wird es 22 relativ hoch? Weil wir vorsichtigerweise bei den Abschlusszahlungen im Jahr 22 geringere Erwartungen angesetzt haben, weil die auf dem Steuerjahr 2020, also dem Corona-Jahr, beruhen. Insofern ist die Vermutung, dass es da nicht ganz so üppig ausfallen wird gegenüber den bisherigen Durchschnittswerten. Also auch das ist berücksichtigt. Das haben wir schon gesehen. Und jetzt gibt es noch ein paar Punkte, die die Steuereinnahmen, also insbesondere die Gewerbesteuer, auch beeinflussen könnten. Das sind die Punkte 5 und 6 dieses Bundeskoalitionspapiers vom 3.6. Einmal geht es darum, dass steuerliche Verlustrückträge wohl erlaubt werden auf das Jahr 2019. Kann man jetzt noch gar nicht sagen, was das für Auswirkungen hat. Grundsätzlich ist es aber so, jeder Verlustrücktrag verringert im Jahr 20 dann voraussichtlich unsere Gewerbesteuereinnahmen.
Auch wenn das bloß ein zeitlicher Verschiebungseffekt ist, der sich dann in den Nachjahren wieder ausgleicht, haben wir dann erstmal eine Verschlechterung für das Jahr 2020. Und ähnlich wirkt sich auch die Einführung der degressiven Abschreibung aus, also Abschreibung für Güter, die eingekauft wurden. Wenn die degressive Abschreibung wirkt, anders als die lineare, hat man am Anfang die größten steuerlichen Reduzierungen und später dann geringere. Das ist auch nur ein Vorzieheffekt, also eine zeitliche Verschiebung. Aber auch das könnte uns in der Gewerbesteuer 2020 belasten. Der zweite große Brocken ist die Einkommensteuer. Da sagt die Steuerschätzung 20 vom Mai minus 7,9 Millionen. Wir haben jetzt mal eher optimistisch hochgerechnet für 20 minus 13,1 Millionen. Das können aber genauso gut auch minus 20 Millionen sein. Auch hier haben wir erhebliche Unwägbarkeiten. Wie gesagt, auch hier werden Steuerschätzungen noch im September und November nachgeschoben werden. Und wir haben auch eine technische Unwägbarkeit. Wir haben die Abrechnung des ersten Quartals, die kriegen wir vom Zentralfinanzamt bzw. vom Statistischen Landesamt immer etwas zeitverzögert. Also wir haben die Ende April für das erste Quartal bekommen. Die war völlig unproblematisch, weil ja Corona im ersten Quartal noch kaum zu Buche geschlagen hat. Sorge bereitet uns natürlich die Abrechnung für das zweite Quartal, die wir dann aber erst so Ende Juli bekommen werden. Die wird sicher deutlich schlechter ausfallen, das ist schon mal zu postulieren. Problematisch wird dann aber vor allem das dritte und das vierte Quartal. Wenn nämlich die wirtschaftliche Gesundung und die Arbeitsmarktsituation im dritten Quartal noch nicht besser geworden ist, schlägt es massiv deshalb durch, weil wir für das vierte Quartal keine Spitzabrechnung bekommen in 2020, sondern einfach 110% des dritten Quartals, also eine Abschlagszahlung. Das heißt, wenn das dritte Quartal schlecht ausfällt, dann sind mehr als 50% des Jahres schon mal schlecht. Plus das vermutlich schlechte zweite Quartal wäre also äußerst unangenehm. Aber da werden wir sehen, was die Zukunft bringt. Wir kriegen keine direkte Erstattung oder Kompensation von den staatlichen Ebenen im Einkommensteuerbereich. Allerdings kriegen wir bei den Kosten der Unterkunft eine Verbesserung, auf die ich nachher noch eingehen werde. Die Steuerschätzung für die Jahre 21 und 22 würde dann Ausfälle bedeuten von ungefähr 16 Millionen jedes Jahr. Aber auch hier muss man halt sagen, die Steuerschätzung kann auch noch nicht in die Zukunft blicken. Also wir wissen noch nicht, wie sich Wirtschaft und Arbeitsmarkt, vor allem Arbeitsmarkt, entwickeln, weil das für die Einkommensteuer maßgeblich ist. Ja, zu den Kosten der Unterkunft, ich habe es schon erwähnt. Hier kriegen wir eine Verbesserung. Es ist allerdings nicht ganz so einfach für uns, weil wir sowohl mit mehr Ausgaben dadurch rechnen müssen, dass mehr Menschen über die Jobcenter versorgt werden, wo die Kommune dann die Kosten der Unterkunft bereitstellen muss. Nach den Berechnungen, die wir von unserer Sozialverwaltung bekommen haben, würde das brutto ca. 4,4 Millionen dieses Jahr an Mehrung ausmachen, Ausgabemehrung. Nach der bisherigen Rechtslage kriegen wir 47,1% Bundeserstattung, sodass wir bei 2,7 stecken bleiben würden. Bei der KDU-Erstattung nach den neuen Vorschlägen des Bundes können wir bis zu 74% erhöhen. Ursprünglich war mal von 75% die Rede. Jetzt nach den Unterlagen, die ich heute bekommen habe, sind es 74%. Hier steht es. Das hat damit zu tun, wenn es darüber geht, haben wir das Problem mit der Bundesauftragsverwaltung, die jetzt schon dadurch entschärft werden muss, dass das Grundgesetz an diesem Punkt geändert werden muss. Also unterm Strich, wenn man die Mehrausgaben und die Mehreinnahmen berechnet, dann würden wir auf eine Entlastung von 9 Millionen im Jahr 2020 bekommen. Es gab noch eine kleine Unsicherheit, weil zwischendurch das juristische Problem aufgetaucht war, ob 2020 überhaupt rückwirkend ganzjährig berücksichtigt werden kann. Es würde also hätte bedeutet, dass wir statt den 9 Millionen vielleicht nur 2 oder 3 Millionen bekommen hätten, also nach Rechtskraft der Gesetzesänderung. Das ist jetzt in den neuesten Informationen der Städtetage nicht mehr enthalten gewesen. Also ich hoffe, dass uns dieser Kelch erspart bleibt. Im Jahr
2021 und 2022 haben wir auch mal die Hochrechnung gemacht mit den erhöhten Ausgabeprognosen, die aus unserer eigenen Sozialverwaltung kamen und den Änderungen, die vom Bund signalisiert wurden. Da kommen wir jetzt auf eine Entlastung von grob gerechnet rund 10 Millionen Euro jedes Jahr. Aber auch hier haben wir die Unwägbarkeit. Wir wissen nicht, was am Arbeitsmarkt geschieht. Wir wissen also auch nicht, was unsere eigenen Transferausgaben ausmachen werden. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer war vielleicht bei Ihnen nicht so im Fokus, ist auch nicht so das ganz große Problem. Wir haben in der Steuerschätzung vom Mai für die kommunalen Anteile an der Umsatzsteuer nur eine Reduzierung von 1% empfohlen bekommen. Das wäre also quasi minimal gewesen, eine quasi Stagnation. Das liegt daran, dass die Umsatzsteueranteile für die Kommunen nicht nur aus der eigentlichen Umsatzsteuer bestehen, sondern auch aus diesem 5 Milliarden Entlastungspaket, das vor einigen Jahren auf Bundesebene lanciert wurde. Das heißt, die tatsächliche Umsatzsteuerreduzierung aufgrund der Corona-Krise schlägt bei den Kommunen nicht voll durch, sondern wird durch diese zweite Säule, die fix ist, abgepuffert. Es ist jetzt allerdings so, die Mai-Steuerschätzung war so Mitte Mai und das Bundespapier war vom 3. Juni und da ist enthalten, wie Sie sicher gelesen haben, dass die Mehrwertsteuersätze für das zweite Halbjahr 2020 reduziert werden. Der Normalsatz von 19% auf 16% und der reduzierte Satz von 7% auf 5%. Diese Reduzierung kann also in der Steuerschätzung vom Mai noch nicht enthalten sein. Ich habe es mal so ganz grob überschlägig ausgerechnet, wenn man nur eine Säule berücksichtigt, käme ich jetzt auf 1,5 Millionen Reduzierung. Ich habe jetzt aber auch auf Städtetagsebene schon mal gehört, vielleicht wird das sogar vom Bund und den Ländern ausgeglichen. Das ist aber noch nicht ganz klar. Also hier haben wir eine kleine Unwägbarkeit im Jahr 2020. Und was die Doppelhaushaltssäule rechts betrifft, da zeigt die Steuerschätzung wieder einen Anstieg im Jahr 2021 und rot gedruckt minus 14,5% im Jahr 2022. Das hat allerdings nichts mit Corona zu tun, sondern da geht es um dieses schon erwähnte 5-Milliarden-Paket, das im Augenblick bis 2021 fixiert ist. Wir hoffen, dass die Rechtslage auch im Jahr 2022 noch fortgesetzt wird. Das wissen wir im Augenblick noch nicht. Das ist also auch etwas, was die Haushalte eventuell stark belasten könnte, aber noch ungewiss ist. Und hier die Unwägbarkeiten. Wir haben auch hier die wirtschaftliche Entwicklung. Wie ist das Konsumverhalten in Zukunft? Wie wird sich der Handel entwickeln? Und wir wissen auch nicht, ob die Höhe der Mehrwertsteuersätze in den Jahren 2021, 2022 vielleicht auch nochmal angepasst werden könnte. Ich habe schon eingangs erwähnt, die Schlüsselzuweisungen machen für die Zukunft ein bisschen Kopfschmerzen. Man muss aber auch mal das Positive sehen. Für das Jahr 2020 haben wir kein Risiko, da haben wir schon einen Bescheid für die Schlüsselzuweisung. Da wird auch keine Änderung mehr eintreten. Für die Folgejahre sieht es natürlich anders aus. Sie müssen wissen, der Topf, der dann letztlich auf die Kommunen verteilt wird, speist sich über eine gewisse Kaskade. Man redet von der Verbundmasse. Das ist das Istaufkommen der Landesanteile, also was das Land an Steuereinnahmen bekommt aus der Einkommensteuer, aus der Körperschaftssteuer, der Umsatzsteuer und den Gewerbesteuerumlagen. Davon gehen 12,75% in die sogenannte Anteilsmasse, die für die Kommunen reserviert ist. Da gibt es dann diverse Vorwegabzüge. Zum Schluss bleibt die Schlüsselmasse übrig. Und diese ganze Verbundmasse berechnet sich aus dem Aufkommen vom Vorvorjahr, vom 1. Oktober des Vorvorjahres bis zum Ende September des Vorjahres. Das heißt, wenn Sie mitrechnen für das Jahr 2021, starten wir dann im 1. Oktober 2019 und gehen bis zum September 2020. Da ist also dann schon mindestens ein halbes Jahr Corona mit enthalten. Also gehen wir mal davon aus, dass, falls sich gesetzlich nichts ändert, die Schlüsselmasse sinkt. Und gleichzeitig wird es in Augsburg so sein, dass die Steuerkraft, die auch zur Vergleichsberechnung hier herangezogen wird, noch relativ hoch ist, weil die Steuerkraft 21 auf dem Jahr 2019 beruhen wird. Und im Jahr 22 ist davon auszugehen, dass die Schlüsselmasse immer noch gewisse Defizite hat.
und in Augsburg dann das Jahr 20 als Steuerkraftanteil dagegen gestellt wird. Wobei wir jetzt schon wissen, dass die staatlichen Hilfen auf die Steuerkraft angerechnet wird. All das sind Elemente, die dazu führen können, dass die Schlüsselzuweisungen in den Folgejahren niedriger ausfallen, als wir das bisher gewohnt sind. Die kleine Hoffnung ist, dass sich hier noch staatliche Änderungen ergeben. Ja, was haben wir denn so an Mehrausgaben bisher schon gehabt, Corona-bedingt, bloß mal so blitzlichtartig. Wir haben für Schutzmaterial, also Masken, Kittel, Visiere, Desinfektionsmittel, Spuckschutz und so weiter, circa 3 Millionen ausgegeben im Augenblick. Wir haben auch zum Teil in Eigeninitiative mit unseren Werkstätten, der städtischen Dienststellen und angekauftem Rohmaterial sehr preiswert diese Spuckschutzwände hergestellt. Das war eine gute Aktion, da muss man den Kollegen sehr dankbar sein, die hier Geld gespart haben. Wir haben laufende Wachdienste in den Verwaltungsgebäuden, die die Eingangskontrolle machen. Wir haben Mehrausgaben bei der Kommunalwahl gehabt, weil sich die Stichwahl komplett als Briefwahl dargestellt hat und Auslagerungen in den Auszählräumen erforderlich waren. Natürlich musste die Öffentlichkeitsarbeit zu Corona-Themen verstärkt werden. Die Stadtratssitzungen waren teilweise im Kongress am Park. Auch das hat Mehrausgaben verursacht. Wir haben kleine Hilfen, so Soforthilfen beim Sozialamt bereitgestellt. Und es gab auch diverse kleinere Mehrausgaben, die ich jetzt hier gar nicht anfügen möchte. Jedenfalls war Corona auch für uns auf der Ausgabenseite nicht unerheblich. Noch interessanter sind die wenigen Einnahmen, die sich außerhalb des Steuerbereichs ergeben haben. Forsterlöse möchte ich bloß ganz kurz streifen. Da hat sich auch bei den Sägewerken ein gewisses Problem ergeben im Zuge des Shutdowns. Das ist aber nicht das einzige Problem, das die Forstpreise tangiert. Die Holzpreise sind generell im Keller. Man kann das jetzt ganz schlecht trennen und auch nicht quantifizieren. Im Referat 2-Bereich schlagen vor allem die Eintrittsgelder, die fehlen, im Botanischen Garten zu Buche. Insgesamt hat das Referat 2 0,3 Millionen gemeldet. Beim Referat 4 ist es so, dass die Kindertagesstätten natürlich Ausfälle bei den Gebühren hatten während der Schließung. Wir kriegen vom Freistaat Bayern erfreulicherweise eine Erstattung, die reicht aber nicht aus, um das Gesamtdefizit zu decken. Für die Monate April bis Juni rechnet man von etwa 1,2 Millionen Einnahmeminderungen. Und bei der Schulverwaltung kommen dann noch erhöhte Ausgaben bei der Reinigung und so weiter dazu. Also im Referats-4-Bereich etwa 1,5 Millionen. Die Museen und Kunstsammlungen waren geschlossen, die Bäder waren geschlossen, die Sporthallen waren geschlossen. Das Referat 5 rechnet mit etwa 400.000 Euro weniger Einnahmen. Beim Referat 6 sind es vor allem die Parkscheingebühren, die während des Shutdowns zurückgegangen sind. Hier sind etwa 0,5 Millionen Euro im Feuer. Und beim Referat 7 gab es verschiedene Regelungen, die die Sondernutzungsgebühren reduziert haben. Und auch beim Bürgeramt und in den Bürgerbüros hat sich die Nachfrage vorübergehend reduziert. Insgesamt geht man von 1,3 Millionen Einnahmeausfällen aus. Wobei es so ist, nicht alles davon bleibt wahrscheinlich stehen, weil es Nachholeffekte bei den Personalausweisen oder Parkausweisen und Ähnlichem gibt, die die Menschen ja brauchen und vielleicht jetzt verstärkt nachfordern. Es geht noch weiter. Im Referat 8 haben wir im Bereich der Volksfeste Mörtgen und Dulden Ausfälle und bei den Einnahmen durch die Verpachtung, Vermietung beim Kongress am Park. Insgesamt rechnet man im Augenblick mit 0,6 Millionen. Im Liegenschaftsbereich sind übrigens auch noch diverse Mieten gestundet, die jetzt aber noch keine Ausfälle darstellen. Wo wir noch nicht genau wissen, wo die Reise hingeht. Die Bankenaufsicht hat Gewinnausschüttungen der Institute im Augenblick bis mindestens Oktober zurückgestellt. Mal schauen, ob das Auswirkungen dann bis zum Jahresende für uns hat. Und nicht ganz vergessen sollten wir auch gewisse Mehreinnahmen. Da ist auch schon in den Medien berichtet worden im Bereich der Bußgelder. Tatsächlich kassenwirksam sind aber im Augenblick plus 66.000 Euro. Gerichtsentscheidungen bleiben sicherlich abzuwarten. Die große Veränderung wird sich da nicht daraus ergeben. Nachrichtlich habe ich jetzt unten noch aufgeführt, was im Bereich Staatstheater los ist. Also wenn die volle Spielzeit ins Wasser fallen würde, 1920, dann rechnet das Staatstheater mit 2,1 Millionen. Das kann natürlich jetzt auch weniger werden. Auf die Stadt würde durch die hälftige Teilung der Staatstheaterfinanzierung
eine gute Million entfallen, die aber nicht sofort kassenwirksam werden müsste. Und bloß nachrichtlich das Kurhaustheater mit der GmbH ist natürlich auch ähnlich betroffen. Was jetzt vielleicht am meisten interessieren würde, habe ich unter die Überschrift Versuch eines Summenstrichs gesetzt. Bei der Gewerbesteuer wissen wir noch nicht ganz genau, wo die Reise hingeht. Ich habe es Ihnen erklärt, deswegen steht hier oben bei den staatlichen Hilfen noch ein Fragezeichen. Die Einkommensteuer, das sind mindestens 20 Millionen, also es kann auch mehr werden. Das wissen wir noch nicht genau. Die KDU-Erstattung mit den 9 Millionen habe ich erwähnt und das sind die beiden Ausgabenmehrungen und Mindereinnahmen. Zusammen würden wir jetzt hier auf diese 49,1 plus X kommen. Entscheidend ist, was oben bei der Gewerbesteuer an Erstattung kommt. Also wenn das nahezu unser Delta ausfüllen würde, dann könnten wir einigermaßen mit der Situation umgehen im Jahr 2020. Aber da kann ich Ihnen jetzt noch keine endgültige Nachricht geben. Ich denke, Ende Juli sehen wir da klarer. Und für die Nachjahre sind ganz viele Fragezeichen dabei. Was wir wissen, ist die KDU, aber da wissen wir nicht genau, wie die Transferausgaben aussehen. Die Doppelfragezeichen betreffen den kommunalen Finanzausgleich, habe ich erklärt, warum. Und oben bei den Gewerbesteuer- und Einkommensteuereinnahmen sind mal die Zahlen eingesetzt, die die Hochrechnung aus der Steuerschätzung ergibt. Man könnte es jetzt so auf den Punkt bringen, im Jahr 20 besteht die Hoffnung, auf eine vernünftige Lösung zu kommen. 21, 22 ist im Augenblick noch schwierig zu beschreiben. Ja, was können wir denn eigentlich tun? Ich habe es eingangs schon gesagt, die klassischen Instrumentarien wie 28,V, Haushaltssperre und sofortiger Nachtrag, 68 Gemeindeordnung, sind für diese Pandemiesituation weniger gut geeignet, weil wir keine Vollbremsung hinlegen wollen. Wir müssen auch laufende Bauprojekte fortführen. Die Oberbürgermeisterin hat es schon erklärt, warum. Investitionsruinen helfen niemand. Aber wir müssen schauen, was verschiebbar ist, da komme ich gleich noch drauf. Wir fahren auf Sicht und stochern im Nebel. Das sind im Augenblick so die Sätze, die wir öfter sagen. Das sind so feststehende Formulierungen fast. Wer im Nebel fährt, der fährt langsam. Das heißt, wir schauen, dass wir jetzt mal vorsichtig mit der Situation umgehen, noch nicht so viele Mittelbindungen aussprechen. Wir nehmen mal eine abwartende Position ein. Wir werden jetzt nicht alle Projekte sterben lassen. Wir können jetzt aber auch nicht alle Projekte starten und wir müssen die Spielräume, die wir haben, noch offen halten. Ganz konkret, wir würden ein mehrschichtiges Vorgehen vorschlagen. Die schon erwähnte Verschiebung von Investitionsprojekten, die noch nicht begonnen sind. Da kann übrigens auch die Verschiebung der Sanierung dieser Sitzungssäle drunter fallen. Wir müssen notfalls Kredite in beherrschbarem Volumen aufnehmen. Es ist auch so, dass nach einer heutigen Information vom Bayerischen Städtetag hier schon ein Gesetzesvorschlag der Staatsregierung in Bayern vorliegt oder im Landtag vorliegt. Wir haben die Aussicht auf erleichterte Kreditaufnahmen für die Jahre 2020 und 2021. Wir haben die in Aussichtstellung der Fortgeltung von verlängerten Kreditermächtigungen. Das heißt, die verfallen nicht im Folgejahr, sondern wir würden sie dann relativ flexibel aufnehmen können, was auch positiv ist. Und wir haben reduzierte Anforderungen an die dauernde Leistungsfähigkeit. Dazu soll es einen neuen Artikel 120a in der Bayerischen Gemeindeordnung geben. Der ist noch nicht verabschiedet, aber wir sind da jetzt mal guter Hoffnung, dass das für die flexible Finanzierung der Kommunen ein echter Vorteil werden könnte. Natürlich müssen wir auch bestehende Reserven verwenden, aber wir dürfen die jetzt nicht vollständig schon im Jahr 2020 verbrauchen. Wir müssen auch für den Doppelhaushalt, der die beschriebenen Unwägbarkeiten mit sich führt, noch Reserven vorhalten, um die Handlungsfähigkeit zumindest auf ein Mindestmaß sicherstellen zu können. Und sollte es weitere Förderprogramme, Sonderförderprogramme geben, dann ist davon auszugehen, dass diese auch mit Eigenanteilen verbunden sind. Ohne Finanzierbarkeit der Eigenanteile könnten wir auch nicht an diesen Förderprogrammen partizipieren.
Und wir müssen natürlich alle Spielräume nutzen, die wir noch haben, um das Defizit nicht noch weiter zu vergrößern. Wir werden in der Stadtratssitzung morgen eine Beschlussvorlage haben, die ein vorläufiges Moratorium der noch nicht besetzten neu geschaffenen Stellen aus der Stellenplanrunde 20 enthält. Das war die Stellenplanrunde, die in den Gremien im Herbst 2019 beschlossen worden ist, also noch vor Corona. Da sind noch etliche Stellen unbesetzt. Man macht es natürlich mit Augenmaß und Vorsicht. Wir würden also nicht die Mangelberufe wie zum Beispiel Kinderbetreuung oder IT-Fachleute davon betreffen lassen. Ja, soweit wäre ich eigentlich durch mit meinem Vortrag. Ich würde jetzt mal weitergeben wieder an die Oberbürgermeisterin. Ja, vielen Dank, Herr Barth. Sie sehen, dass wir und oder unsere liebsten Sätze, Herr Barth hat es gerade gesagt, wir fahren auf Sicht und stochern im Nebel. Das sind im Übrigen auch Sätze, die man hört, wenn man sich mit Kollegen aus anderen Städten unterhält. Ich war letzte Woche beim Städtetag in Nürnberg bei der Gruppenbesprechung der CSU und da haben die Kolleginnen und Kollegen genau die gleichen Sätze und Wörter verwendet. Auch das ist etwas, was uns momentan alle eint. Aber Sie haben auch am Vortrag, gerade am Schluss beim Herrn Barth, denke ich, gemerkt, dass wir eben nicht mit dem Rasenmäher sparen wollen, sondern dass wir ganz bewusst uns Gedanken darüber machen, an welchen Stellschrauben und an welchen Punkten wir trotzdem die Stadt weiterentwickeln wollen und wo vor allem auch das gesellschaftliche Zusammenleben eben notwendig ist, unterstützt zu werden, sodass wir eben keine Vollbremsung hinlegen wollen. Aber Projekte, die eben grundsätzlich schon wichtig wären, aber jetzt nicht ganz so wichtig wären für das, wie wir als Stadtgesellschaft miteinander umgehen wollen, eben verschoben werden, wie zum Beispiel die Sanierung der Rathausseele. Das ist etwas, was sicher jetzt von langer Hand geplant war, was auch sicher notwendig werden wird, weil einfach hier auch alte Baustoffe verbaut sind. Aber das ist jetzt nichts, was das Wohl und Wehe der Stadt Augsburg in den nächsten 2 Jahren ausmachen wird. Und deswegen sind es eben Punkte, wo wir gesagt haben, dass wir das dem Stadtrat vorschlagen wollen, eben zum Beispiel solche Sanierungsmaßnahmen jetzt zu verschieben. Aber letztentscheidend wird der Stadtrat im Herbst darüber dann entscheiden. Das wird dann der Vorschlag aber der Verwaltung sein. Wenn wir eben solche Projekte verschieben, die jetzt nicht dringend notwendig sind, dann eröffnen wir uns gleichzeitig aber eben Spielräume, um eben Projekte umzusetzen, die gesamtgesellschaftlich auch wichtig sind. Und da gibt es so ein paar Sachen, die mir einfach sehr am Herzen liegen. Das ist das Thema Schulsanierung. Das war es schon in der letzten Periode, als ich noch mit Hermann Köhler gemeinsam ja dieses große Schulsanierungspaket mit auf den Weg gebracht habe, weil ich wusste, gemeinsam mit dem damaligen Oberbürgermeister Kurt Griebe, dass wir dieses Thema einfach anders aufsetzen müssen, weil wir ansonsten nur am Hinterherlaufen sind. Dazu gehört aber auch das Thema Kultur. Und Kultur sage ich jetzt mal sehr generell. Kultur ist etwas, was den Kitt unserer Gesellschaft ausmacht. Und Kultur ist eben auch etwas, was von uns auch bleiben wird. Kultur ist das, was wir uns anschauen, wenn wir in andere Städte reisen. Und Kultur ist das, wo man auch noch 200, 300, 400, 500 Jahren drüber spricht, wenn ansonsten niemand mehr von uns redet und von dem, wie eine Generation, eine Epoche oder Ähnliches auch damals war. Und insofern ist das etwas für mich, was sehr, sehr wesentlich ist. Und dieses Thema Kultur hat im Übrigen insgesamt gerade in der Stadtregierung einen hohen Stellenwert, auch wenn es in den letzten Tagen und Wochen öffentlichkeitswirksam ein bisschen anders dargestellt worden ist. Und ich möchte vielleicht den Punkt jetzt auch gerne nutzen, auch noch mal was zum Thema abgesagter Kulturausschuss zu sagen. Dieser Kulturausschuss wurde abgesagt, weil der Stadtrat bereits in seiner Sitzung am 28. Mai alles beschlossen hat in Dringlichkeitsentscheidungen, was notwendig war, um die Kulturschaffenden zu unterstützen. Ich finde es schade, dass manche Mitglieder des Stadtratsgremiums sich ein paar Tage später schon nicht mehr erinnern konnten, was sie ein paar Tage vorher beschlossen haben, einstimmig beschlossen haben. Ich habe das extra in der Stadtratssitzung vorgezogen, weil es mir eben wichtig war, dass das Kulturleben in dem Rahmen, wie es möglich ist, auch weitergehen kann und dass da eben niemand irgendwie die Sorge haben muss, dass er in existenzielle Nöte kommt. Und insofern ist das, war die abgesagte Kulturausschusssitzung kommunikativ sicher nicht glücklich benannt.
Rein tatsächlich aber, wie gesagt, werden die Dinge in der Stadtverwaltung seit Wochen vorangetrieben. Und zwar nicht nur im Bereich Kultur, sondern auch für die Bereiche Einzelhandel oder Gastronomie. Da sind alle Verwaltungseinheiten gerade wirklich sehr aktiv mit dabei, um jetzt beim Thema Kultur zu bleiben. Das Thema Zuschüsse habe ich gerade genannt. Wir machen Beratungen in der Verwaltung für die einzelnen Spielstätten zum Thema Hygienekonzepte. Wir machen Fördermittelberatungen, die über das hinausgehen, was wir als Stadt zur Verfügung stellen. Wir haben das Konzept der Sommerbühne im Annerhof auf die Füße gestellt. Das Thema Kultur vor dem Fenster wurde vom Kulturamt mit Externen initiiert. Also insofern sind das wirklich Dinge, die aktiv laufen und wo auch entsprechend viel auch funktioniert und wo viel gemacht wird. Und ich möchte abschließend auch noch mal darauf hinweisen, was denn eigentlich ein Kulturausschuss für eine Funktion hat. Ein Kulturausschuss hat die Funktion, Dinge zu beschließen. In der letzten Legislatur hat man sich tausendmal aufgeregt, dass es immer nur Berichte gibt. Und ein Expertenhearing ist ein Kulturausschuss sicher nicht. Und ich finde es super und ich finde es wirklich, ich habe die Liste inzwischen bekommen vom Alternativen Kulturausschuss, was für Themen aufgerufen worden sind. Da sind viele Themen dabei, die in der Verwaltung auch schon bearbeitet werden und wo es auch schon bereits die Konzepte gibt. Das sind aber keine Themen, die jetzt von jedem im Kulturausschuss hätten eingebracht werden können. Also ich glaube, da muss man auch einfach mal noch mal gucken, was ist ein Kulturausschuss eigentlich im Rahmen dessen, was er als Gremium, als vorberatendes Gremium des Stadtrats Augsburg auch für eine entsprechende Rolle hat. Ja, und jetzt wird in den nächsten Wochen das Thema Stadttheater bzw. Staatstheater auf der Tagesordnung stehen. Der Stadtrat hat im vergangenen Sommer sich intensiv mit dem Bauteil 2 beschäftigt, hat festgestellt, dass die Planungen, die letztes Jahr im Juli im Stadtrat vorgestellt worden sind, nicht so das sind, was die Kolleginnen und Kollegen sich vorgestellt haben in Bezug auch auf die Kosten und in Bezug auf das, wie es umgesetzt werden soll. Und der Stadtrat hat letztes Jahr im Sommer dann eben den Auftrag an die Verwaltung gegeben, nochmal eine neue Variante sich anzuschauen, nochmal eine neue Variante, sich vertieft in die Planung einzusteigen, dann eben auch sagen zu können, wie viel die kosten wird und diese entsprechende neue Planung auch vorzustellen. Die Prämissen für diese neue Planung waren eben auch, wie in der Vergangenheit schon auch, das Nutzerprogramm, das vor allem vom Staatstheater ja miterarbeitet worden ist, die Ergebnisse der Bürgerbeteiligung und des Theaterworkshops. Das ist das, was der Stadtrat letztes Jahr gesagt hat, liebe Verwaltung, das sind die Voraussetzungen, die ihr bitte in die Planung mit einfließen lassen müsst. Und ich möchte gerne wissen, was eben eine veränderte Planung dann kosten würde. Diese Kosten liegen jetzt seit Mitte Juni vor und werden Ende Juli in der letzten Stadtratssitzung vor der Sommerpause dann auch im Gremium vorgestellt und dann soll auch das weitere Vorgehen beschlossen werden. Mir war es wichtig, vor allem auch deswegen, weil ungefähr die Hälfte der Stadträtinnen und Stadträte auch neu sind im Gremium, dass alle die notwendige Zeit haben, sich auch mit diesem großen Projekt zu beschäftigen, weswegen wir für heute Nachmittag die Kolleginnen und Kollegen aus dem Stadtrat zu einer Baustellenführung eingeladen haben. Da sind übrigens auch die Mitglieder des Kulturbeirats mit dabei. Und danach wird es dann eben auch eine Infoveranstaltung geben, wo die Kolleginnen und Kollegen die ähnlichen Informationen bekommen, die der Kollege Merkle Ihnen jetzt vorab schon geben wird. Mir war es einfach sehr wichtig, dass wir da sehr offen mit umgehen, mit dem, wie momentan der Sachstand ist. Und dass wir vor allem nicht nur, und das möchte ich jetzt sozusagen im Vorgriff zu dem sagen, was der Herr Merkle Ihnen jetzt vorstellen wird, nicht nur den Sachstand heute, Sommer 2020 im Blick haben, sondern dass wir darüber hinaus denken. Wir haben es mit einer Baustelle zu tun, die uns über Jahre hinweg noch beschäftigen wird. Und solche Großbaustellen, die über viele Jahre laufen, haben schlicht und ergreifend auch immer zur Folge, dass wir Verteuerungen haben. Nicht deswegen, weil wir mit einmal auf goldene Wasserhähne umschwenken, sondern deswegen, weil einfach die Baukonjunktur sich entwickelt. Wir Inflationsraten haben, der Bauindex nach oben geht und alleine schon auch deswegen die Preise sich verteuern. Und ich möchte gerne, dass der Stadtrat genau auch noch mal sieht, in welchem Korridor am Ende der Baumaßnahme 2026, 2027, wann immer das Theater dann auch in seiner Ganzheit fertig ist, in welchem Korridor
dann sozusagen die Gesamtkosten liegen werden. Auch das ist ein bisschen Glaskugelleserei, weil wir nicht wissen, wie die Baupreise sich entwickeln werden. Aber ich glaube, das gehört einfach auch zur Gesamtdiskussion mit dazu. Das haben wir in den vergangenen Jahren im Stadtrat schon immer auch gesagt, dass die Zahlen Stand heute sind, Stand in dieser Sitzung, und dass der Index noch draufgerechnet werden muss. Und das möchte ich aber ganz explizit und deutlich auch jetzt noch mal sagen, dass man das gesamtheitlich bis zum Ende betrachten muss und nicht nur den Sachstand heute, Sommer 2020. So, was genau geplant worden ist, stellt Ihnen der Kollege Merkle vor. Ja, sehr verehrte Frau Oberbürgermeisterin, sehr geehrte Damen und Herren, Frau Weber hat es gerade vorweggenommen, Erinnerungsvermögen und Ehrlichkeit und Sachlichkeit und Seriosität, wenn es um Bauten im öffentlichen Bereich geht. Der Herr Barth hat Ihnen vorgestellt, wie es in den nächsten 2, 3, 4 Jahren hier auch von den Auswirkungen durch die Pandemie entstehen werden. Und deswegen geht es umso wichtiger darum, dass wir hier seriöse Kostenschätzungen anstellen und vielleicht auch plakativ Darstellungen bringen, über die immer gesprochen wurde, aber der eine oder andere es unter Umständen gar nicht so wahrnehmen wollte oder nicht offensichtlich jetzt so verinnerlicht hat. Ich habe deswegen hier in der Kürze nochmal, wenn von Ihnen auch neue Kollegen dabei sind, versucht es von der Historie zusammenzustellen. Wir haben ein denkmalgeschütztes altes Gebäude Ende des 19. Jahrhunderts, durch einen Brand bedingt dann einen Wiederaufbau in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts. Das zeigt sich jetzt beim großen Haus, dass, wenn jetzt die Putze alle abgeschlagen sind, dass hier teilweise Überraschungen auf uns warten, die wir aber damals eben mit diesen Unvorhergesehenen auch eingepreist haben. Wir haben dem Unterhalt des Staatstheaters eigentlich nur eine markante Zahl als Datum gefunden in den 90er Jahren, wo die Untermaschinerie der Bühnentechnik hier erneuert wurde. Und deswegen dann eigentlich über 60 Jahre sonst vom Unterhalt sehr reduziert reagiert wurde. 2011 gab es dann den Grundsatzbeschluss zur Theatersanierung mit Machbarkeitsstudie zum Theaterstandort. Und 2015/16 waren die drei Grundsatzbeschlüsse zur Theatersanierung, die letztendlich dann auch diese Konzeptplanung im Stadtrat als Basis der Beschlusslage wieder vorfand, nämlich Gesamtkosten für Bauteil 1 und Bauteil 2 186,3 Millionen Euro, Stand 2016. Und dieses immer wieder der Hinweis, Stand 2016 oder dann später auch in Folgejahren, wurde von der ersten Sitzung an im Stadtrat immer offensiv diskutiert. Wir haben uns mal alle Wortprotokolle aus dem Stadtrat rausgesucht. Sie finden also das erste Zitat von unserem beauftragten Architekten, der auf die Frage eines Stadtrates geantwortet hat: Selbstverständlich werde man diese 186,3 Millionen nicht garantieren können. Das Einzige, was man tun könne, sei ein vernünftiges Kostenmanagement durchzuführen, sowie eine vernünftige Kostenkontrolle, die letztendlich immer wieder den Stand des Projektes abgleicht. Und jetzt dann nochmals verdeutlicht, die Kosten, die sich in den nächsten 10 bis 15 Jahren entwickeln, könne man heute nicht vorhersehen. Und es hat sich dann ein Dialog entwickelt, soll man 2% jährliche Kostensteigerungen annehmen oder eventuell eben, als sich 2016 abgezeichnet hat, dass die Baukonjunktur sich doch erheblich hier verschärft im Rahmen der Auftragssituation, eventuell auch einen höheren Preis, der auch gerechtfertigt gewesen wäre, weil wir uns heute bei 5-6% Kostensteigerung pro Jahr allein durch Personal, Materialkosten und so weiter und baukonjunkturelle Kosten hier jährlich bewegen. Im November 2015/16 gab es dann den Bürgerbeteiligungsprozess Zukunft der Theaterlandschaft, wo eine Vielzahl an
zusätzlichen Aufgaben seitens der Bürger und der Kulturinteressierten hier noch zusammengefasst worden sind, die dann letztendlich zusätzlich ins Raumprogramm zum Staatstheater eingeflossen sind. Wir haben dann im Juni 2016 die Schließung des Großen Hauses leider vornehmen müssen aufgrund der gravierenden Brandschutzmenge. Wie wichtig dieser Schritt war, zeigt sich, wenn man jetzt durch die Baustelle läuft. Es sind unzählige Öffnungen ohne Brandschutzklappen zwischen der Garderobenbereich im Erdgeschoss und in dem Bühnenbereich hier tatsächlich drin. Es hat sich jetzt, was wir damals nur aufgrund von einer kleinen Öffnung, die wir in die Decke reingemacht haben, gezeigt, dass jeder froh sein muss, dass es in diesen 70 Jahren nie zu irgendeinem Brandereignis gekommen ist. Es war nie erkennbar, aber jetzt hat sich es gezeigt, dass die Schließung 2016 umso wichtiger war. Wir haben dann 17 Martini Park, ich will sie nicht auch nicht im Einzelnen vorlesen, das Ofenhaus 2019, dann haben wir im Juli 2019, das ist jetzt ganz wichtig, einen Bericht im Stadtrat geben müssen, dass für das Bauteil 2 die Vorentwurfsplanung mit einer Kostenschätzung mit 125 Millionen abschließt. Und das war natürlich eine eklatante Mehrung der Prognosen, weil wir sind mit 72 Millionen gestartet. Und die Planung hat gezeigt, dass aufgrund von einer Vielzahl an komplexen bautechnischen Zusammenhängen das für diese Summe nicht zu erreichen ist. Und deswegen hat der Stadtrat 2019 uns beauftragt, wir können uns die 125 Millionen nicht leisten. Ihr müsst nochmals alternativ in die Wiederholungsrunde reingehen, um hier Kosteneinsparungen für dieses Bauteil 2 zu erreichen, und hat uns beauftragt, jetzt dann eine weitere Variante für das Bauteil 2 letztendlich zu erstellen. Wir haben, und jetzt möchte ich ins Detail reingehen, beim Großen Haus haben wir ja die Ausgangssumme, die nicht indexierte Ausgangssumme aus 2016 mit 113,5 Millionen. Bis Ende 2020 sind ca. 50% des Auftragsvolumens ausgeschrieben. Wir haben also momentan eine Vergabesumme von etwa 30 Millionen Euro. Die Ausschreibungsergebnisse beim Bauteil 1 zeigen glücklicherweise, dass wir bis auf eine Ausschreibung uns immer im Rahmen der Kostenberechnung bewegt haben und deshalb auch hier zum derzeitigen Zeitpunkt noch keine Kostensteigerung zu vermelden ist. Wir sind in dem Kostenrahmen, der uns vorgegeben hat. Es zeigt auch, dass die Kostenberechnung des Büro Achatz und der anderen Beteiligten am Bau, den beteiligten Planern, dass die sehr seriös für das Bauteil 1 gelaufen ist. Dasselbe wollen wir auch für das Bauteil 2 machen. Derzeit laufen die Arbeiten, der Rückbau der Bühnentechnik, Mauerwerkssanierungen im Bestand, nicht statischer Abbruch und Ertüchtigung der Statik durch Fundamentunterfangungen, und als große Gewerke, die dieses Jahr noch ausgeschrieben werden, ist die Bühnentechnik, die Bauhauptarbeiten und Stahlbau. Bühnenturm, die allesamt in der Vorbereitung sind. Wir sind auch mit der Fundamentertüchtigung, weil da hat sich leider herausgestellt, dass die in den Plänen des 19. Jahrhunderts vorgezeichneten Fundamentlagen in der Realität nicht ansatzweise vorliegen. Hier müssen wir, ähnlich wie am Hauptbahnhof, fundamentertüchtigende Maßnahmen durch Injektion und Ähnliches machen. Hier laufen die Arbeiten gerade mit den Statikern. Dann kommen wir zum Bauteil 2. Und für Sie nochmal als Rückblick, jetzt einmal nur als Schemaskizze, dass Sie den
Umgriff des Bauteil 2 im nördlichen Bereich sich nochmal vergewissern. Ich versuche es Ihnen hier mal zu zeigen. Vielleicht merken Sie sich diese Ecke in der Ludwigstraße, wo es ja zur Regierung von Schwaben hintergeht. Und hier war ja die Lage des neuen Hauses an dieser Ecke, Eingangsbereich Theaterstraße gelegen. Also die Ausdehnung des Gebäudes, wenn Sie sich merken. Und wenn Sie sich vielleicht auch merken, dieses Orchesterprobengebäude, was wir an der Volkhardtstraße planerisch vorgesehen haben im letzten Jahr im Juli. Hier einfach schlichtweg, dass Sie von den Grundrissen, da sieht man die Komplexität, versuchen Sie nicht einzelne Zimmer zu finden. Das wäre jetzt ein Unsinn. Einfach hier, um einmal zu sehen, wie sich das in den einzelnen Geschossen darstellt. Man sieht jetzt hier auch das im östlichen Teilbereich, leider sind die Pläne nicht genortet, weil sie so von der Proportion nicht auf den Beamer passen, aber oben sehen Sie also das neue Haus, wo es noch integriert war, und hier hatten wir große Probleme wegen dem Brandschutzauflagen, weil durch dieses Integrieren in den gesamten Nordbau musste der gesamte Nordbau erhöhte Anforderungen vom Brandschutz erfüllen, was dann auch zu massiven Kostensteigerungen geführt hat. Dann versuche ich jetzt mal schneller hier durchzugehen. Wir haben hier einen Schnitt durch das Gebäude. Hier sehen Sie bei dieser alten Planung noch, dass es vorgesehen war, im Norden bis zu 4 Stockwerke in den Keller reinzugehen, was zu massiven Kostensteigerungen geführt hat, weil durch grundwasserbedingte Situationen, die jetzt vor Ort vorgefunden wurden, hätten wir teilweise Grundwasserabsenkungen durchführen müssen. Wir haben deswegen uns dafür entschieden, auch in Absprache mit dem Bauherrn, weil der gibt mehr oder weniger die Ziele vor, dass wir die Lagerhaltung der Requisiten, die ausschließlich im großen Haus stattfinden sollten, eben in diesem Nordgebäudetrakt, dass die künftig doch in eine Mietsituation ausgelagert wird und dass im Keller letztendlich nur die Requisiten der Jahresspielzeit untergebracht werden. Und dadurch sparen wir uns natürlich erheblich Baukosten dann im Weiteren auch ein. Hier sieht man das Orchesterprobengebäude in seiner Ausdehnung. Unten die zwei Tiefgeschosse, die hier den gesamten Technikbereich jetzt nicht vom Bauteil 2, also es ist ein bisschen schwer verständlich, die beiden Untergeschosse unter dieser Dreiecksfläche gehören zum Bauteil 1 dazu, weil hier die ganze Technik untergebracht ist. Sie sehen unter der Kasernstraße dieses riesige Schwimmbassin für die Feuerwehr, also für die Sprinkleranlage, die hier erforderlich ist, um hier die brandschutztechnischen Auflagen in einem Brandfall letztendlich dann auch bewältigen zu können. So, jetzt müssen wir schauen. Jetzt kommen wir zum Bauteil 2. Das ist jetzt diese Planung, die wir hier vor eineinhalb Wochen zugesandt bekommen haben von nicht nur dem Architekten, sondern was jetzt für uns ein riesiger Vorteil ist. Es sind alle Fachprojektanten hier durch VGV-Verfahren, also Vergabeverfahren, bestellt worden und haben ihre Tätigkeit aufgenommen, was für uns den Vorteil hat, dass wir in der Leistungsphase 2, also im Vorentwurf, bereits eine sehr hohe Kostensicherheit haben, die vielleicht schon von den einzelnen Kostengruppen in Richtung Kostenberechnung, also erst das, was man normalerweise in der Entwurfsplanung hat, dass wir hier auf diese Zahlen vertrauen können. Aber es hat natürlich auch uns gezeigt, welche Auswirkungen dies hat. Wir haben also die Vorgaben für diese Variante 2 an den Architekten und an die Fachprojektanten gegeben. Wir haben die erhebliche Reduzierung des Raumvolumens und der Flächenreduzierung vorgenommen, trotz sehr, sehr schwieriger Diskussionen mit dem Nutzerreferat, weil es natürlich eine Verschlechterung, eine Einschränkung auch für den künftigen Nutzern darstellt, wenn man hier Räumlichkeiten wegnimmt. Wir haben ja im ersten Entwurf
nicht über die Maße hinaus irgendwo geplant und Wunschkonzerte erfüllt. Das war schon immer das Einsparen das Wichtige. Aber jetzt mussten wir weiter hier ins Detail reingehen. Das Orchesterprobengebäude finden Sie jetzt an der Volkhardtstraße nicht mehr, sondern ein etwas größeres Gebäude, der auch von der Gebäudefiguration nicht mehr dieser ausgefallene Solitär ist, mit seinen Schrägwinkligkeiten, sondern eher aus städtebaulichen Gesichtspunkten geprägt, nämlich die Volkhardtstraße als Straßenkante aufzunehmen, ein Monolith, ein dreieckiger, der sich an das Staatstheater, an das Große Haus anlehnt. Und was Sie hier auf dem Plan auch vielleicht sehen, diese dünne rote Linie stellt eine Glaspassage vor. Das heißt, wir verbinden das Große Haus mit dem neuen Haus, so die Vorstellungen der Planer, weil diese überdachte Zone, die hier als Verbindungspassage hinter zum nördlich gelegenen Theater Café, was ja auch eine ganz wichtige Bedeutung nach den Vorstellungen der Bürger hier hat. Und diese Passage, die überdachte, soll auch hier Belange aus dem Theaterworkshop miterfüllen, wo hier Lesungen und Ähnliches passieren kann. Aber sie hat in erster Linie auch erhebliche Vorteile. Wir haben hier eine viel bessere Querungsmöglichkeit für Menschen mit Einschränkungen, aber auch für ältere Menschen natürlich. Wir kriegen hier Mobilitätseingeschränkte in den jeweiligen Bereichen dann zwischen Alpen und Neuenhaus hier besser unter. Und was Sie hier auf dem Nordgebäude, was jetzt ausschließlich nur noch Werkstätten, Verwaltung und Probebühnen sind, ich habe Ihnen vorhin das gezeigt, dieser gesamte Bereich, wo also hier mehr überbaut wurde, wurde alles reduziert. Und wir haben jetzt eine lineare Struktur der Kasernstraße, die hier rüberläuft, um eben auch hier Einsparungen zu machen. Wir haben einen Probesaal komplett eingespart, einen von vier. Und in einen dieser noch vorhandenen drei Probesälen kommen ist der Orchesterprobensaal untergebracht. Das ist also auch mit dem Generalmusikdirektor und mit den Mitarbeitern abgesprochen. Das ist nicht mehr der Alleinstellungssolitär an der Volkhardtstraße, das wissen wir. Aber es sind alle Anforderungen, die auch aus arbeitsrechtlicher Sicht zwingend erforderlich sind, erfüllt. Wir kriegen auch direkt das Licht über Innenhöfe rein, aber es ist nicht mehr der Solitär. Der Solitär soll jetzt tatsächlich das neue Haus sein, wo sich nach drei Seiten sehr schroff, vielleicht wie eine Kantenbildung darstellt, aber nach vorne zur Fuckerstraße durch eine große Glasöffnung im Foyerbereich hier dann der Öffentlichkeit wirklich entgegenstreckt wie ein Finger, der dann hier auch Interesse auf das Staatstheater und das, was in diesem Gebäude auch im neuen Haus passiert, machen soll. Wir haben aber auch lernen müssen, dass die Vorstellungen des Architekten hier in manchen Projektantenbereichen pauschale Kürzungen vorzugeben, dass die schlichtweg nicht einzuhalten sind. Wir wurden mehrmals, und mein Kollege, der Norbert Reinfuß, der ja Projektleiter bei dem Ganzen ist, von den Projektanten darauf angesprochen, dass sie uns die Frage gestellt haben, wollt ihr tatsächlich, dass wir pauschal bei der Lüftung im Zuschauerraum Kürzungen im Millionenbereich vornehmen? Wir werden euch das nicht empfehlen, weil wenn später die Menschen bei Vorführungen drin sitzen, dann werden die sich darüber beschweren, wenn die klimatologischen oder die Luftraumsituation in dieser Form nicht dem entspricht, was Stand der Technik ist. Ähnlich hat sie es bei der Bühnentechnik dargestellt. Die Einsparungen, die vorgesehen waren bei der Bühnentechnik, lassen sich nicht umsetzen. Es war geplant, die Bühnentechnik im neuen Haus mit ca. 4,5 bis 5 Millionen vorzusehen. Tatsache ist, dass die zuständigen Fachplaner uns mitgeteilt haben, wenn ihr das macht, funktioniert das nicht. Eine Bühnentechnik in diesem Gebäude kostet 12,5 Millionen Euro. Und das Gleiche war bei der Akustik. Es
gibt nichts Schlimmeres, wenn Sie in einem Theater, wenn Sie akustische Probleme haben. Jeder der künftigen Besucher wird sagen, das kann doch nicht sein, er gibt so viel Geld aus und danach gibt es Defizite im Akustikbereich. Das heißt, wir sind auch jetzt bei der Variante 2 schon in dieser Planungsphase, die jetzt hier circa 9 bis 10 Monate gedauert hat, sehr schnell an Grenzen gestoßen, wo wir sagen, das, was bestellt war durch den Stadtrat und natürlich auch durch den Nutzer, hat planerische und bautechnische Grenzen, die wir nicht unterschreiten dürfen. Sie sehen jetzt hier auch einmal so die einzelnen Aufteilungen im linken Teilbereich, im reinen Betriebsgebäude. Das sind viele, viele Nutzungen, die in Abhängigkeit zueinander stehen. Unten sehen Sie das neue Haus. Was hier vielleicht für Sie interessant ist, dass, schauen wir mal, ob es beim nächsten Plan noch etwas besser rauskommt, dass denn hier dieses künftige Schauspielgebäude im neuen Haus, hier sieht man es am besten, das wird keine orthogonal rechteckige Form haben, sondern es ist sechseckig, dieser Raum. Wir haben also Bestuhlungspläne, wo wir auch diese Forderung aus dem Bürgerworkshop mit aufgenommen haben, dass es unterschiedliche Bestuhlungsarten je nach Intendanz, nach den aufzuführenden Stück gibt. Also bis hin zur Arena-Bestuhlung, was man hier alles machen kann. All das ist berücksichtigt in dieser Planung drin. Und wenn wir jetzt das Ganze durchgehen, jetzt kommen wir dann an die Situation. Hier sehen Sie als nächstes den Schnitt. Der Schnitt, hier sieht man, das vierte Untergeschoss im Betriebsgebäude besteht nicht mehr. Das dritte Untergeschoss nur noch zu einer geringeren Fläche. Weiter können wir hier nicht reduzieren. Was man aber beim nächsten Schnitt sieht, das ist jetzt nochmal der Querschnitt. Auf den brauchen wir nicht eingehen, aber was ich Ihnen zeigen möchte, der nächste Schnitt, dass das neue Haus erheblich größer natürlich wird, weil hier die Nutzungen, die vorgegebenen, zwingend da sind. Und jetzt war natürlich Corona-bedingt mit den ganzen Einschränkungen, die der Kollege Barth Ihnen vorhin erläutert hat, die erste Aufgabe bei Amtsantritt von der Oberbürgermeisterin, wir brauchen so schnell wie möglich Kostensicherheit, was kostet dieses Bauteil 2, was kostet die Gesamtmaßnahme und lasst den Kostencontroller, der also auch seit jetzt Anfang des Jahres mit im Boot ist, es war ja ein Wunsch des Stadtrates, lasst den drüber schauen und nicht mit dem Klammerzusatz Stand 2020, sondern ich möchte wissen, was es am Ende uns kostet. Man hat immer drüber gesprochen. Wenn das so nicht prognostizierbar ist, weil die fehlende Glaskugel des Herrn Barth, die habe auch ich nicht. Und deswegen gibt einen Von-Bis-Korridor an, der so wichtig ist. Und diese Zahlen sind jetzt da und sie sind erschreckend, weil nämlich die Vorgaben in dieser Form nicht zum Einhalten sind. Sie sehen hier für den Bürotrakt, für den Betriebstrakt im Norden der Kasernstraße ein Gesamtkostenvolumen von 87,15 Millionen, was hier die Nutzungen im Norden ausmachen werden. Und wir haben in der nächsten Kostenschätzung für das neue Haus im Westen des großen Hauses eine Kostenschätzung von 27,44 Millionen, was hier letztendlich dann zu einer Summenwirkung des Bauteiles 2 führt, dass es also unter 115,6 Millionen nicht zu machen ist. Jetzt sehe ich eure Überschriften morgen schon. Kostensteigerung von so und so viel Millionen. Wir haben keine Kostensteigerung. Wir haben noch keinen Stein bewegt dort. Eine Kostensteigerung entsteht innerhalb einer Baumaßnahme, wenn gebaut wird. Und wir sind jetzt am Ende der Leistungsphase 2 Vorentwurf. Und jetzt ist es wichtig, dass der Stadtrat Entscheidungen trifft, wie es weitergehen soll. Und jetzt komme ich wieder auf die Eingangszitate vom Herrn Achatz. Sollte es sich herausstellen, dass das Bestellte nicht zu dem Preis herstellbar ist, dann muss der Stadtrat die Entscheidung treffen, was können wir uns leisten, was wollen wir
Und das muss in Absprache in erster Linie mit dem Nutzer sein, dem Staatstheater. Und hier sind wir nicht mehr allein entscheidungsbefugt, weil hier der Freistaat Bayern mitspricht. Und jetzt kommt das, was die Eva Weber mit auf den Weg gegeben hat, dass wir hier auch nicht die Augen schließen dürfen, wie sich das weiterentwickelt, weil die Indexierung und die Baukostensteigerung, die werden Jahr für Jahr entstehen. Ich kann mich noch gut erinnern, als es geheißen hat, wir brauchen ein Moratorium von einem Jahr. Ein Jahr nichts zu tun, bedeutet eine Kostensteigerung bei dieser Baukostensumme von zwischen 5 und 6 Millionen. Sie bewegen keinen Stein und machen nichts falsch und Sie haben keine Baukostensteigerung und trotzdem wird es um 5 bis 6 Millionen teurer. Das ist halt so, weil der Baumarkt sich so entwickelt wie in der jetzigen Situation. Und deswegen haben wir jetzt Ihnen das mal aufgezeigt, über was wir 2016 gesprochen haben, aber in dieser Form eben, vielleicht hätten es wir damals visualisieren sollen, aber es kamen keine Nachfragen dazu. Verbal steht alles in den Protokollen drin. Jedes Jahr finden Sie in den Protokollen zu den Kostenprognosen, Kostenschätzungen, Kostenberechnungen, je nach Planungsstand, kommen die Baupreisindexierungen dazu. Und die Firma EDR, Professor Höcker, der hier das Kosten- und Finanzcontrolling hier übernommen hat, zu dem haben wir gesagt, zeig uns das Bauteil 1, wie entwickelt sich das Ganze? Wir haben 2016 mit 113,5 Millionen begonnen und wissen natürlich jetzt aus Sicht von 2020, wie die Baupreiskostensteigerung sich hier tatsächlich entwickelt hat. Das, was Sie hier sehen, das ist in etwa der Punkt, wo wir uns heute von den Ausgaben befinden. Also wir befinden uns nicht hier, sondern wir befinden uns hier. Aber allein die indexierte Baukostenentwicklung wäre das große Haus allein als Solitär bei 131 Millionen. Und ab hier beginnt die Schere. Und niemand weiß, sind es 2,5% Steigerung in den nächsten Jahren, oder sind es eventuell 5% Steigerungen, die dann zu der Summe, die Sie hinten sehen, letztendlich führen wird für das Bauteil 1. Das Gleiche haben wir für das Bauteil 2, und zwar Variante 1, also die Variante vom letzten Jahr aufgestellt. Da sehen Sie den Ausgangspunkt 125 Millionen. Der heute würde man dieselbe Variante neu berechnen bei 129 Millionen beginnt und dann geht diese Schere, je nachdem 2,5 oder 5%, dieser Korridor geht dann auf, der darstellt, was es am Ende 2026 kosten wird nach den heutigen Erkenntnissen. Und das Gleiche haben wir jetzt natürlich für die Variante 2 auch erstellt, die jetzt eben aktuell uns vorliegt. Hier haben wir den Wert auf 2020, den Knopf unten. Wir haben nichts ausgegeben. Deswegen haben wir auch keine Baupreissteigerungen, sondern wenn wir den Auftrag bekommen im Jahr 2020, dass wir die Variante 2 vom Bauteil 2 erfüllen sollen, dann wird sich die Kostenentwicklung bis zum Ende der Baumaßnahme wie folgt darstellen. Und die letzte Folie, auf die es mir drauf ankommt, ich habe das Bauteil 1 und 2 dann durch EDR übereinander lagern lassen. Sie haben den bisherigen Verlauf, der bis 2020 das Ganze vorstellt. Und jetzt würde man die damaligen Summen aus 2016, über die der Herr Achatz vorhin dieses Zitat gesagt hat, dann ist es die untere Schere, die Sie sehen. Dann hätte sich dieses Gebäude zwischen 247 und 279 Millionen Euro entwickelt. Und wenn jetzt diese nach dem Bestellerprinzip, wenn die Mehrkosten, die das Bauteil 2 kostet, inklusive dem neuen Haus, wenn wir hier diese Mehrkosten in 2020 beschlussmäßig der Stadtrat hier fassen sollte, da müssen wir uns an der oberen Schere orientieren. Die unterscheidet sich in der Endsumme um 15% von der Ausgangsplanung 2016. 14,55%, ich habe es aufgerundet, 15%.
Da würde normalerweise von der prozentualen Kostensteigerung noch keiner in der heutigen Baukonjunktur irgendwo groß aufschreien. Nur reden wir natürlich über ganz andere Summen. Und diese Ergebnisse, die hier da sind, die sind sicherlich für viele schockierend, wenn man diese Summe am Ende sieht. Nur sie sind seriös. Wir müssen uns nicht den Vorwurf gefallen lassen, dass wir hier irgendwann hören, ihr habt uns ständig durch eure Planungen geblendet und am Ende kommt das große Erwachen. Das wollen wir nicht. Wir wollen uns auch nicht den Vorwurf gefallen lassen, öffentliche Auftraggeber können nicht im Kostenrahmen planen. Ja, selbstverständlich. Er tut weh, wenn man ihn sieht, aber er ist seriös. Und das war ganz klar der Auftrag von der Oberbürgermeisterin, diese Zahlen, bevor Beschlüsse gefasst werden, bevor wir mit dem Bauteil 2 das Bauen beginnen, muss der Stadtrat eine Entscheidung treffen, weil ich habe keine Lust und da stehe ich auch nicht dafür bereit, dass ich jetzt 3 Jahre so tue, als wäre alles schön und in 3 Jahren gehe ich und das habe ich der Frau Oberbürgermeisterin versprochen und sie hat den ganzen Mist dann an der Backe, wenn nämlich dann die Bezahlungen der einzelnen Städte kommen. Wir zwei stehen für ein seriöses Planen, eine seriöse Kostenschätzung und wir stehen auch dazu, dass wir hier die Zahlen auf den Tisch legen und dann muss der Stadtrat diskutieren, weil es wird das weitere Vorgehen sein. Wir werden jetzt nicht am Donnerstagmorgen mit dieser Präsentation in den Stadtrat gehen. Das ist das falsche Vorgehen, weil der Stadtrat benötigt für seine künftigen Entscheidungen noch weitere Eingangsparameter. Wir sind nicht alleiniger Entscheider, weil wir jetzt Staatstheater sind. Das bedeutet für uns, wir müssen mit unserem Partner Freistaat Bayern in den nächsten Wochen die Gespräche führen, weil es muss sichergestellt sein, wie steht der Freistaat Bayern zu diesen Mehrkosten und steht die Aussage, die wir am Anfang des Verfahrens erhalten haben, auch bei Mehrkosten steht der Freistaat Bayern zu seinem Wort. Das muss aber seriös auch unter Corona jetzt die Gelegenheit gegeben werden, dass die Verantwortlichen sich dazu äußern und der Stadtrat braucht diese Äußerung. Das Zweite, was für uns wichtig ist, wie steht zu den Einsparungen? Sagt es jetzt wie ein Widerspruch an, aber wie steht das Staatstheater, die Intendanz zu diesen Einsparungen? Das wird so sein, dass wir haben zwischenzeitlich eine ausführliche Stellungnahme vom Herrn Bücker und auch vom kaufmännischen Direktor bekommen, die sagen, es tut weh, aber wir wissen, dass wir sparen müssen, auch wenn es nicht in dem Umfang möglich ist, wie es vom Stadtrat vielleicht gewünscht war. Aber sie stehen zu dieser Variante 2, sie trauern nicht dieser Variante 1 mit 125 Millionen, denn nochmals 10 Millionen Stand letztes Jahr teurer ist. Dann werden wir die Beschlüsse jeweils vorbereiten. Ich gehe davon aus, dass aufgrund Ihrer Berichterstattung in den nächsten Tagen und Wochen von dem Stadtrat schon eine Vielzahl an Fragen gegenüber der Fachverwaltung geäußert wird. Auch das wollen wir im Juli-Ausschuss reingehen. Deswegen sind Sie heute die Ersten, die informiert werden. Wirklich fast tagesaktuell, weil die Planungsergebnisse erst jetzt da sind. Aber es macht keinen Sinn, nicht über Finanzen den Herrn Barth den Corona-bedingt reden zu lassen. Und eine unserer größten Baumaßnahmen tun wir so, als wäre alles in Ordnung. Das ist es nicht, weil es einfach so teuer ist, weil Theater in dieser Größenordnung und Klinikum, Universitätskliniken, es gibt nichts Teures auf dem Baumarkt von vielleicht nur irgendwo den Akademiegebäude, die spezifische Sachen drin haben. Und dann muss im Juli der Stadtrat genau das machen, was ich Ihnen am Anfang zitiert habe. Dann müssen Sie, als der Herr Achatz gesagt hat, wenn es zu Kostenmehrungen kommen, die Entscheidungen treffen, in welche Richtung soll das Ganze weiterlaufen. Und diese Diskussion müssen wir im Juli führen, damit wir am Ende eine seriöse Entscheidung haben, die dann bis zum Ende der Maßnahme auch durchgeführt werden kann. Weil wenn ich jetzt in die Entwurfsphase und die Genehmigungsphase eintrete, dann habe ich die Gespräche auch mit dem Zuschussgeber zu führen,
mit der Regierung von Schwaben als Vertreter der Ministerien. Und dann brauche ich eine ganz seriöse Grundlage, weil der Zuschussgeber mag es überhaupt nicht, wenn man mit geschönten Zahlen oder sonstiges zu ihm reinkommt. Deswegen war es mir jetzt so wichtig, dass unser Kostencontroller ganz klar auch diese Prognosewerte vorgegeben hat, dass es dann in den weiteren Jahren bis 2026, bis zum Ende dieser Legislaturperiode, auch verlässliche Zahlen gibt, auf die dann auch der Finanzreferent darauf einwirken kann und sich darauf einstellen kann, das kann ich nicht aus dem normalen Haushalt zahlen, sondern hier müssen Fremdmittelkreditaufnahmen sicherlich kommen, wenn sich der Stadtrat für diese Variante 2 in Verbindung mit der schon laufenden 1er entschließt. Und dann werde ich, nachdem ich ihn gestern selber kennenlernen durfte, natürlich auch diese ganze Planungen noch mit dem neuen Kultur- und Sportreferenten absprechen, sobald er als solcher bestellt ist, dann wollen wir auch ihn mit einbeziehen, damit er künftig über diesen Bereich dann auch schon langsam reinwachsen kann. Das wird einiges dauern, aber wir wollen auch, bevor er seine Tätigkeit aufnimmt, das bereits dann mit ihm besprechen. Soweit zu dem Ergebnis der uns vorliegenden Untersuchungen. Das sind die Tatsachen, die jetzt auf dem Tisch liegen, und alles Weitere wird sich in den nächsten Wochen zeigen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Merkle. Vor ein paar Monaten während des Wahlkampfs hatte ich mit jemandem eine sehr intensive Diskussion zum Thema öffentliches Bauen. Und ich habe einfach die Erfahrung gemacht in den letzten Jahren, dass am Anfang eines Projekts, wenn wir als Verwaltung als allererstes im Stadtrat aufschlagen, um einen Platz zu bekommen, um in die Planung gehen zu dürfen. Da gibt es mal so eine Pi mal Daumen-Summe, die im Raum steht, was das Thema denn kosten könnte. Und das ist im Endeffekt das, was uns dann oft auf die Füße fällt, weil diese Summe fest zementiert in der Öffentlichkeit steht. Und diese Summe sind zum Beispiel jetzt beim Theater auch diese gut 186 Millionen, die einfach immer wieder formuliert werden und jede Abweichung davon gesagt wird, naja, jetzt haben sie wieder eine Kostensteigerung. Es ist einfach schwierig, bei solchen großen Projekten immer schon diese ganzen Indexierungen und die Veränderungen auch mitzudenken. Und in dem Fall haben wir tatsächlich ja auch den Fall, dass das Bauteil 2, das im Jahr 2016 besprochen worden ist, ein anderes ist als das, was der Kollege Merkle Ihnen jetzt gerade vorgestellt hat. Es ist eine neue Planung, die in den letzten Monaten auch entwickelt worden ist, weil eben der Stadtrat letztes Jahr schon gesagt hat, das Ursprüngliche, das ist uns zu teuer, so wollen wir das oder können das nicht umsetzen. Wir möchten da bitte eine abgespeckte Variante haben. Und das ist das, was der Stadtrat letztes Jahr eben in Auftrag gegeben hat und worüber im Juli jetzt dann zu entscheiden ist. Ich war in den letzten 6 Jahren Finanzreferentin, und mit der Brille der Finanzreferentin würde ich mal sagen, das ist ein herausfordernder Sachverhalt. Ich war in den letzten 10 Jahren Wirtschaftsreferentin. Als mit der Brille der Wirtschaftsreferentin sage ich, dass aber ein Theater, zumindest auch ein Staatstheater, natürlich ein wichtiger Baustein ist für eine Metropole, für den Wirtschaftsstandort, auch eben um ein attraktives Lebensumfeld, eine attraktive Stadt zu haben und den Unternehmen es auch leichter zu machen, Fachkräfte zu gewinnen. Und als Oberbürgermeisterin weiß ich, dass ganz gerne im Verhältnis zum Staatstheater das Wort der oberen 10.000 verwendet wird, nach dem Motto, das Staatstheater, das ist doch gar nichts, was allen dient, sondern was doch bloß für eine ganz bestimmte Gruppe, für ein ganz bestimmtes Klientel ist. Aber ich weiß vor allem als Oberbürgermeisterin, und das habe ich vorher schon gesagt, dass das Thema Kultur eben eines ist, das für unsere Stadt extrem wichtig ist, gerade für unsere Stadt. Und so ein Staatstheater, das ist ja nicht nur der Bau, das sind ja nicht nur Steine und Beton, sondern das geht ja vor allem um die Inhalte, die dort stattfinden. Um das, wo dann auch Stadtgesellschaft sich entwickeln kann, wo Stadtgesellschaft andocken kann. Und vor allem ist Kultur auch immer ein Teil der Stadtentwicklung. Das habe ich in den letzten Tagen auch sehr schön gemerkt während der Vorstellungsgespräche für das Referat 5, für die Leitung des Referates 5, dass sich das eigentlich auch so wie durch einen roten Faden durch die Vorstellungsgespräche gezogen hat, dass die Bewerberinnen und Bewerber gesagt haben, Kultur kann man nicht nur als Hochkultur oder freie Szene verstehen, sondern Kultur hat auch immer was damit zu tun, wie sich eine Stadtgesellschaft entwickeln möchte. Und deswegen ist mir das eben auch so wichtig, dass diese
Ergebnisse, die wir aus den Bürgerbeteiligungsprozessen, aus dem Theaterworkshop hatten, dass die eben auch umgesetzt werden. Und wenn ich mich mit dem Herrn Bücker und dem Herrn Mayer unterhalte, dann sagen die mir, dass die Planung, die jetzt vorliegt, diese Variante 2, eigentlich noch viel besser genau diese Belange aus der Bürgerbeteiligung umsetzen, weil es ein noch offeneres Haus ist, weil viel mehr Möglichkeiten auch sind, dass Bürgerschaft in diesem Haus auch Dinge tun kann, die jetzt mit dem Staatstheater an sich vielleicht gar nichts erstmal zu tun haben. Und das ist etwas, was wir wollen. Wir wollen, dass Kultur auch für alle erreichbar ist. Wir wollen, dass alle sich auch an Kultur beteiligen können. Und die niedrigschwelligste Einstiegsmöglichkeit ist tatsächlich, wenn man in so einem Gebäude einen Kaffee trinken geht. Und genau das ist es, um Menschen auch zu so einem Thema heranzuführen, um dann eben vielleicht eine Lesung zu besuchen, um dann irgendwann mal eine Konzert- oder eine Theaterkarte zu kaufen und festzustellen, dass Theater viel cooler ist als Kino. Und insofern ist mir einfach sehr wichtig, dass wir ganz offen in den nächsten Wochen darüber diskutieren, dass wir jetzt etwas Nachhaltiges bauen, etwas bauen für viele Generationen, was auch dem Stadtleben und der Stadtidentität zugutekommt, anstatt eben auf Interimsspielstätten zu setzen, die zum Teil schwierige Arbeitsbedingungen haben. Da denke ich vor allem an diejenigen, die dort wirken und arbeiten müssen, die aber vor allem auch zur Folge hätten, dass in dieser Stadt weniger Kultur stattfinden kann. Die Brechtbühne am Ofenhaus beispielsweise ist eine tolle Interimsstätte. Ich mag die wahnsinnig gerne, weil es einfach eine Verbindung ist zwischen neuer und alter Architektur, zwischen dem, woher wir kommen als Industriestadt und dem, wie wir Stadtkultur verstehen. Aber wir haben auch immer gesagt, dass wenn das Staatstheater dann mal am Kennedyplatz wieder funktionsfähig ist, dass diese Brechtbühne eben auch für andere Formate zur Verfügung stehen soll. Wenn wir diese Brechtbühne jetzt weiterhin nutzen für das Staatstheater, dann wird das bedeuten, dass die Entwicklung der freien Szene, die ja eh schon immer sehr damit hadert, dass es zu wenig Räume in dieser Stadt gibt, dass das eben auch noch weiter eingeschränkt wird. Und das ist eigentlich etwas, was ich nicht möchte. Wir können also in den nächsten Wochen über vieles diskutieren. Wir werden auch streiten, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber ich glaube, die Bedeutung der kulturellen Institution, die eben Jahrzehnte überdauern wird und die vielen, vielen, vielen dann eben auch einen kulturellen Mehrwert bieten wird, diese Bedeutung ist eben nicht von der Hand zu weisen. Und das Staatstheater, das steht eben schon auch ein bisschen als Wahrzeichen dafür, welche Bedeutung die Stadt Augsburg der Kultur gibt. Und es steht auch als Wahrzeichen dafür, für den Stolz auch unserer Bürgerinnen und Bürger. Auch das ist etwas, was wir manchmal, glaube ich, alle so ein bisschen vergessen, dass so eigentlich unsere Geschichte auch aus der Freien Reichsstadt sich auch heute durchaus noch in diesem Stolz der Augsburgerinnen und Augsburger widerspiegelt, Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt zu sein. Und dazu gehört eben auch so eine Kultureinrichtung wie das Staatstheater. Und das ist auch was, was ich sehr oft rückgespiegelt bekommen habe, als wir dieses Label Staatstheater bekommen haben, da waren so viele so stolz drauf, dass wir das endlich auch geschafft haben. Und diese Botschaft, die geht ja weit über die Grenzen der Stadt Augsburg hinaus und hat eben nicht nur für uns, für die Augsburgerinnen und Augsburger einen hohen kulturellen Mehrwert, sondern ja auch für die Landkreise und ich würde sagen, auch noch weit darüber hinaus. Mit den Investitionen, die wir jetzt machen müssen, werden wir eben auch dieser Bedeutung gerecht. Und gleichzeitig werden wir uns aber in den nächsten Jahren auch darum kümmern, was die sonstigen Probleme in dieser Stadt angeht. Und damit schließe ich dann auch den Kreis zu dem, wie ich vorher angefangen habe, als auch der Herr Barth so die ersten Worte gesprochen haben. Wir werden auch in den nächsten Jahren dafür sorgen, dass die Dinge, die für das Zusammenleben in unserer Stadt wichtig sind, Schulsanierungen, soziale Infrastruktur, kulturelle Infrastruktur außer des Staatstheaters, dass die nicht hinten runterfallen. Wir werden uns überlegen, wie wir intelligente Finanzierungsmöglichkeiten aufsetzen können. Was uns dabei hilft, ist, dass wir momentan die niedrigsten Zinsen haben, die wir jemals hatten. Was uns hilft, ist, dass der Freistaat Bayern uns unterstützt. Und ich glaube, dass wir gemeinsam als Stadtgesellschaft diese Themen auch voranbringen. Und das wegen einer Theatersanierung niemand hinten runterfällt,
Das haben, denke ich, schon die letzten Jahre gezeigt, als wir nämlich keine Abstriche gemacht haben in anderen Projekten, in anderen Bereichen, sondern wir trotzdem mit Werf die Dinge nach vorne entwickelt haben. Insofern freue ich mich auf die Diskussion. Sie sind da wichtiger Teil dabei, weil Sie es anfeuern werden. Ich habe mir gedacht, der Juli wird wahrscheinlich ein Kulturjuli werden für Sie. Aber wir stehen da sehr gerne bereit für sämtliche Diskussionen. Wenn Sie in den nächsten Wochen mehr Informationen brauchen, egal zum Thema Finanzen oder zum Thema Theater in seinen sämtlichen Facetten, kommen Sie auf uns zu. Wir freuen uns auf Ihre Fragen. Und jetzt freue ich mich auch auf Ihre Fragen. Ich weiß, es war jetzt 1,5 Stunden ein bisschen schwere Kost, aber wir wollten es, wie gesagt, in einem großen Aufwasch machen, damit einfach auch die Zusammenhänge dargestellt werden können. Das ist die Frage, wollt ihr die PowerPoint oder den Ausdruck der PowerPoint oder sonst was, weil ich immer gesehen habe, manchmal fotografiert, aber der Beamer ist einfach kräuslich. Und da ist es vielleicht besser, wenn man es als Datei hat. Werden wir über die Pressestelle verschicken. So, wer möchte anfangen? Herr Krug. Sind Sie eigentlich mit Herrn Ahatz noch glücklich mit der Wahl? Der beauftragte Architekt hat ein hervorragendes Fachwissen im theaterspezifischen Baubereich und man muss den Herrn Ahatz wirklich in Schutz nehmen. Es sind keine Fehler, wenn hier von den Kostenschätzungen etwas durcheinander geht, weil ich habe es vorhin versucht, da mal rüberzubringen. Eine Planungsphase zwischen dem Vorentwurf, zwischen Entwurf bis hin zur Ausführungsplanung und dann zur baulichen Umsetzung. Sie wissen am Anfang nicht das, was Sie im nächsten Schritt wissen, weil immer weiter Informationen dazukommen. Und es war so, dass er vor einem Jahr, als er gesagt hat, er versucht jetzt das Bauteil 2 abgespeckt auf eine Größenordnung von 92,3 Millionen hinzubekommen, dann hat er das sicherlich aus einer seriösen Überzeugung letztendlich formuliert. Es hat sich eben nur gezeigt, dass die Punkte, die er ohne die Projektanten an Einsparungen hier in seiner Kostenschätzung vorgenommen hat, dass die von den Projektanten aus den vorhin genannten Gründen, Lüftung, Akustik und so weiter, dass die also nicht in dieser Form mitgetragen werden, weil sie sagen, dann haben wir nicht Stand der Technik, das können wir so nicht planen. Also von daher ist der Herr Ahatz sicherlich der richtige Architekt für die Gesamtmaßnahme. Herr Kubina. Vielleicht nochmal zu den Zahlen, weil das vorhin ein bisschen schnell ging. Bauteil 1, 113,5 Millionen im Kostenrahmen, sagten Sie. Und Bauteil 2, 115,6 und damit eben deutlich mehr als ursprünglich veranschlagt. Wären wir bei 230 Pi mal Daumen? Ja, aber es sind natürlich beim Bauteil 1 die 30 Millionen. Da fehlen uns ja noch die Ausschreibungen, die wir dieses Jahr und dann Anfang 2020 machen. Das heißt also, wir haben hier sicherlich Ausschreibungsvolumina, wo wir diesen Kostenkorridor für 2020 noch um mindestens 30, 40 Millionen, korrigiere mich, dieses Jahr vergeben werden. Und die Ausschreibungsunsicherheit, wie verlaufen die Ausschreibungen? Die kann man momentan nicht vorhersehen, wie sich die Konjunktur entwickelt. Bisher die Ausschreibungen sind wir bis auf eine Ausschreibung unter der Kostenberechnung geblieben. Es wäre schön, wenn Unternehmer sagen, ich würde gerne bei mir auf die Internetseite draufschreiben, wir waren dabei, wir haben mitgeholfen, das Augsburger Staatstheater umzubauen. Aber man sollte sich nie darauf verlassen. Also die eine Firma, die den Auftrag über Kostenberechnung abgeliefert hat, die hat halt keine Konkurrenz in Deutschland. Da gibt es nur eine Firma, die das kann, vom Speziellen her. Die brauchen sich nicht die große Mühe geben. Also deswegen bin ich auch hier vorsichtig. Bauteil 1 liegen wir im Kostenrahmen. Dort ist die Problematik nicht da. Bauteil 2 ist das Bestellte und Gewünschte. Für den prognostizierten Wert vom letzten Jahr bzw. aus 2016 schlichtweg nicht herstellbar, dann müsste man ein anderes Bauteil 2 bestellen, dann könnte man die Kosten runterbekommen. Okay, aber das heißt unterm Strich stand jetzt um die 230 Millionen, damit kalkulieren Sie. Plus Index, klar, aber
damit man einfach eine Vergleichsgröße hat zu den 186,9 Millionen. Okay. Das ist jetzt auch wieder schwierig zu lesen. Die obere Summe ist 246, also wenn Sie Bauteil 2, jetzt die 115 Millionen, dann haben Sie ja 2020 diesen Sprung drin, der von 215 auf 246 geht und dann die Indexierung von der oberen Schere, die Sie hier auf der Tabelle sehen. Okay, dann vielleicht doch eine Anschlussfrage noch. Nachdem es letzten Sommer hieß, die Kosten würden 20 Millionen Euro Pi mal Daumen höher liegen als ursprünglich geplant, ging es ja um Einsparungen, das haben Sie auch erläutert. Was ich jetzt tatsächlich noch nicht so ganz verstanden habe, ist, warum jetzt, nachdem eigentlich in den letzten Monaten man sich intensiv mit Einsparungsmöglichkeiten befasst hat, am Ende wiederum eine deutliche Kostensteigerung steht. Was sich also jetzt im aktuellen Stand der Planung verändert hat, was diese zusätzlichen Kosten im Vergleich zur letzten Kostensteigerung erklären könnte. Also nochmal Bauteil 1, Bauteil 2, Variante 1, letztes Jahr 125 Millionen. Und dann hat in der Sitzung Juli hat es geheißen, man versucht für 92,3 Millionen hier eine zweite Variante erstellen. Und diese Kostenreduzierungen, die hier vom Architekten im Stadtrat vertreten worden sind, haben sich dann in dem Beteiligungsverfahren mit allen Fachprojektanten als nicht umsetzbar dargestellt, weil die Fachprojektanten darauf hingewiesen haben, das würde eine erhebliche Minderung der dann vorgefundenen Leistung darstellt. Und Sie werden das nur machen, wenn wir ausdrücklich Sie beauftragen, weil es nicht Stand der Technik ist. Sprich, Klammer auf, wir würden also jegliche Gewährleistungsansprüche außer Kraft setzen, weil wir dann zugestehen würden, dass eben die Akustik nicht den Stand der Technik erfüllt, die Lüftung nicht und so weiter. Und deswegen konnten die damals andiskutierten Punkte schlichtweg in der jetzigen Planung nicht vorgesehen werden. Ich kann es dem Staatstheater auch nicht empfehlen, dass wir irgendwo zweit- oder drittklassige Lösungen hier einbauen, weil der künftige Nutzer in den beiden Kulturstätten hätte keinerlei Verständnis, dass wir bei so einer Auftragssumme dann jeweils an solchen Punkten sparen, die eigentlich ihm dann im Weiteren helfen. Okay, aber das erklärt es für mich als Laien, dass diese zwischenzeitliche Kostensteigerung, von der letzten Sommer noch die Rede war, eben nicht zu erzielen ist. Aber nochmal die Frage, warum wird es dann jetzt nochmal deutlich mehr? Weil hier jetzt die Detaillierungsgrad in der Planung mit den Fachprojektanten zu einer Entwicklung hin zur Kostenberechnung, Norbert. Vielleicht sag du was, dann hört sie es aus deinem Mund parallel nochmal an, Mikro hast du, dann kannst du als vor Ort Verantwortlicher das Ganze noch erläutern. Kann ich gerne tun, sehr geehrte Damen und Herren. Wir haben von diesen 92,3 Millionen, die ein erster Kostenüberschlag auf Grundlage einer Planskizze letztendlich ermittelt waren. Wie Herr Merkel sagt, sind wir ja jetzt in diesen 9 Monaten in eine Vorentwurfsplanung gemäß den Vorschriften der HAI, die bereits eine Plangrundlage in allen Facetten hat. Und diese Plangrundlage, also keine Konzeptskizze mehr, wurde jetzt vom Architekten und den Fachplanern schon bauteilgerecht in Kosten umgesetzt. Und dieser Sprung von einer Konzeptdarstellung, die ja im Stadtrat 2019 vorgelegt wurde als Ziel, dass man Einsparungen erreicht, hat sich, wie es Herr Stadtbaurat dargestellt hat, in der Detaillierung letztendlich dann erhöht. Sie müssen sich das so vorstellen, wenn Sie eine Reise planen, dann schlagen Sie vielleicht mal die erste Seite auf Weltkarte. Und so ist es bei einer Planung auch. Je weiter Sie ins Detail gehen, da erkennen Sie plötzlich Straßen, da erkennen Sie plötzlich Gebäude und so weiter. Also dieser Detaillierungsgrad, der bei solchen Großprojekten von den ersten
besten Überlegungen dann über die Leistungsphasen erbracht wird, beinhaltet auch diese Kostenveränderungen. Und eine seriöse Kostenermittlung, Herr Stadtbaurat hat es erwähnt, ist natürlich wichtig, dass alle Facetten eines Großprojektes dann auch entsprechend untersucht werden. Wir haben hier in dem Projekt über 40 Ingenieurbüros tätig, über 40 verschiedene Fachplaner, Sondergutachter, die alle letztendlich dieses Puzzlespiel mit Inhalten erfüllen. Und uns war es wichtig, dass wir zum Ende dieser Leistungsphase 2, die Herr Stadtbaurat heute vorgestellt hat, diesen Vorentwurf der neuen Variante, soweit wie es geht, alle Kosten auch der Fachplaner mit beinhalten. Das heißt, wir haben die ganze Lüftungstechnik, die ganze Bühnentechnik ist schon gewerkescharf mit Kosten belegt worden. Und das ist einfach dieser Prozess, der sich hier abbildet. Deswegen ist es immer sehr schwierig, wenn die erste genannte Zahl, das war eine Zielvorstellung, wenn die dann nicht erreicht wird, dann kann man das aber, denke ich, durch den Planungsprozess auch abbilden. Je komplexer ein Projekt wird, desto größer können diese Sprünge auch sein. Wir sind hier in der höchsten Anforderung, die es überhaupt gibt. Das ist die Honorarzone 5. Das sind Theater, das sind Universitätsgebäude, das sind Klinikgebäude. Das heißt, das sind komplexeste Baustrukturen. Und je komplexer ein Bauprojekt wird, desto mehr Fachbelange greifen natürlich dann auch ein. Vielleicht so viel von meiner Seite. Gibt es weitere Fragen? Herr Herz. Mich würde mal interessieren, auf den Bogen zu schlagen, was heißt das denn für die Finanzierung und eventuell weitere Zuschüsse und Beteiligung des Freistaats? Also wie will man denn diese gestiegenen Kosten tragen? Also ich bin bereits in Kontakt mit dem Freistaat Bayern. Es gibt ja die Aussagen von Ministerpräsident Söder, der damals Finanzminister war, dass es keinen Deckel gibt. Also das heißt auch bei Kostensteigerungen eben der Zuschuss des Freistaates Bayern, der ja in Höhe von 75% der förderfähigen Kosten zugesagt wurde, dass das auch weiterhin gilt. Aber der Fairness halber und muss man einfach auch das abklären mit dem Freistaat, weil dieses Bauteil 2 sich ja jetzt auch nochmal wesentlich verändert hat im Gegensatz zu dem, was 2016 geplant war. Und wir haben Corona. Das ist auch am Freistaat nicht ganz ohne vorbeigegangen und insofern sind wir da schon miteinander im Austausch. Und ansonsten würde ich an den Kollegen Barth übergeben in Bezug auf die sonstige Finanzierung. Das ist etwas, was wir jetzt dann erarbeiten werden, aber da kann der Herr Barth was sagen. Ja, ohne Zweifel ist das eine erhebliche Belastung und in ohnehin schon schwierigen Zeiten wird es nicht ganz einfach werden. Wir müssen vermutlich Fremdkapital dafür aufnehmen, also die Darlehen erhöhen. Davon müssen wir auch abhängig machen, in welchen Jahren wir die Darlehen erhöhen. Das hängt mit dem Baukostenabfluss zusammen. Wir würden jetzt ungern nochmal große Mengen in die Rücklage packen, weil wir auch mit Strafzinsen zu kämpfen haben. Also eine Überliquidität wäre jetzt auch negativ. Wir müssen es eng verzahnen, die weitere Entwicklung der Baukostenabflüsse, die Bauzeitenplanung mit der Finanzierung in den Haushalten. Und natürlich müssen wir dann auch mal ins Gespräch mit der Aufsichtsbehörde der Regierung von Schwaben treten. Die Situation bei dem neuen Artikel 120a der Gemeindeordnung wird uns vielleicht manches etwas erleichtern, aber die ist natürlich nur temporär gültig, also über die Jahre 21 hinaus werden vermutlich wieder die regulären Regeln der Gemeindeordnung gelten. Also wir werden das jetzt nach und nach mal angreifen. Entscheidend ist jetzt auch die Abstimmung im Stadtrat im Juli. Aber ich habe es ja vorher auch schon gesagt, was uns halt zurzeit sehr unterstützt, ist die Situation an den Kapitalmärkten, dass wir momentan die günstigste Zinssituation haben, die man sich vorstellen kann. Bloß vielleicht mal zum Vergleich, wir haben teilweise Schulbauprojekte, die wir mit 0,0 irgendwas Prozent finanzieren. Also das gehört schon auch in die Gesamtbetrachtung mit dazu. Bitte? Ja, ja, genau. Variante 2. Gibt es weitere Wortmeldungen? Ist nicht der Fall.
Dann, ich habe vorher schon gehört, es gibt O-Ton-Anfragen und genau, ansonsten, Herr Krug. Naja, weil es politisch ja doch nochmal diskutiert werden wird. Sie haben ja schon ein bisschen Stellung dazu genommen, aber die Frage ist 2016, Herr Merkel, wäre es da aus Gründen der Transparenz nicht geschickter gewesen zu sagen, man nimmt mal den damaligen Index und rechnet den mal aufs Jahr 2026 hoch, weil es ist natürlich schon immer so abstrakt im Raum gestanden, ja, es gibt eine Indexierung, aber die Botschaft war ja damals schon, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, es kann ja keiner sagen, weil Glaskugel. Jetzt hat man 2%, die damals gültig gewesen sind, jetzt haben sie die Schere auf 4%, was natürlich schon im Worst-Case-Szenario eine sehr beträchtliche Steigerung darstellt. Das sind sogar 5%. Ich habe gerade in die Protokolle reingeschaut, also ich möchte jetzt die Stadträte, die Ex-Stadträte nicht zitieren. Wir haben hier detailliert drüber gesprochen, was man für eine Summe anzieht. Vor allem 2017 gab es dann eine ausführliche Diskussion, weil man festgestellt hat, 2,5% Kostenindexierung nicht mehr passen, dass sich das in Richtung 4,5% hin bewegt. Wir haben letztes Jahr 2019 auf 6% hinbewegt. Also es wusste jeder, dass pro Jahr eine Kostensteigerung in diesem Korridor dazukommt. Aber vielleicht hätte man es, letztes Jahr haben wir das erste Mal durch den Herrn Achatz eine Indexierung auch im PowerPoint-Programm dem Stadtrat vorgestellt. Dort war bereits die Indexierung dargestellt, aber natürlich kann man sagen, hätte man nicht 2016 bereits diese Folien auflegen können. Wenn es Nachfragen gegeben hätte, hätten wir es sofort gemacht. Wir sind davon ausgegangen, dass also hier die Diskussion vom Stadtrat vollumfänglich mitgetragen wird. Weitere Wortmeldungen sehe ich nicht. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für Ihr Kommen. Und wir stehen jetzt noch für O-Töne zur Verfügung. Schönen Nachmittag. Danke.